Hallo und guten Abend. Hier aus dem Bonner Studio läuft jetzt der Fuji X Stammtisch, die November-Edition. Wie immer warten wir erstmal, bis ein paar Leute dazugekommen sind. Im Chat habe ich schon gesehen, da sind einige dabei, die schon Moin Moin gesagt haben. Aus Georgien, das weiß ich zufällig, der Gotcha Nemsatze, ich kann den Nachnamen nie richtig aussprechen, der ist schon dabei. Ich gucke hier nochmal rein. Der Leon, mein Mitarbeiter, ist da, der uns heute Abend auch hier noch betreuen wird. Aus Oberfranken, aus Las Vegas. Wow, okay. Wir haben heute richtig ein internationales Publikum anscheinend. Ja, ich habe auch einen Studiogast, den habe ich schon auch hier auf dem Ohr. Ich sage noch nicht, was ist, also kein großes Geheimnis stand in der Ankündigung drin. Aber ich fange erstmal jetzt so ein bisschen mit den normalen Präliminarien an. Das allererste, ich hoffe, ihr habt alle was zu trinken da. Ich habe hier mein berühmtes alkoholfreies Hefeweizen stehen, das ich traditionell trinke. Ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Kommt dran, nehmt euch was. Letzte Chance, nochmal kurz euch was zu knabbern zu holen. Ich kann, glaube ich, versprechen, dass es ein ganz netter und ein ganz interessanter Abend wird und auch ja, tolle Bilder sowieso und auch ein bisschen lehrreich. Also wir haben schon ein paar Tipps und Tricks für euch vorbereitet. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich gucke noch mal ganz kurz in mein Cockpit. Oh, jetzt geht es schon richtig ab. 50 Leute sind da. Oder können wir noch, na, 55? Können wir noch ein bisschen warten, bis wir dann richtig loslegen. Ja, insofern erstmal Prost. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf einen netten Abend mit euch. So, ich quassel so für mich hin. Ich muss jetzt erstmal kurz gucken. Ton geht raus. Ich kriege noch viele Hallos. Das ist jetzt eigentlich immer die Stelle, an der irgendjemand schreibt, mein Gott, der Ton ist nicht da oder knistert oder so. Aber das scheint diesmal zu funktionieren. Insofern würde ich sagen, legen wir los. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Das ist sonst eigentlich immer so eine Floskel. Dummerweise stecken wir in der nächsten Corona-Welle drin. Das ist natürlich sehr schade, deswegen heute auch keine Live-Gäste, deswegen sitze ich ganz alleine hier im Studio. Ich werde sozusagen betreut von Leon, der ist jetzt auch gerade schon im Chat gewesen. Das ist ein Mitarbeiter von mir, der sitzt bei sich im Homeoffice und wird mich hier so mit kleinen Nachrichten auf dem Laufenden halten, was ihr für Fragen ihr habt. Und er wird, wichtiger Hinweis, die Gewinner der Verlosung, die wir nachher machen, mir quasi ins Ohr flüstern sozusagen. Ja, worum geht es heute? Nee, eine wichtige Sache noch vorher. Die meisten haben es schon gecheckt. Ihr könnt hier Fragen stellen. Es gibt hier einen Chat. Also, wenn ihr das hier auf YouTube direkt schaut, es gibt hier einen Chat und da könnt ihr Fragen stellen. Wir machen zwischendurch immer, wenn wir so einen Abschnitt vorbei haben, dann machen wir eine kurze Fragerunde und beantworten eure Fragen. Leon sammelt die und wir versuchen dann nach Möglichkeit das zu beantworten. Jo, wenn euch das hier alles gefällt, für den Fall, dass es euch gefällt, freuen wir uns natürlich zum Schluss über ein Like. Ihr könnt auch zwischendurch natürlich auch gerne schon liken. Aber natürlich vor allem, wenn ihr den Kanal hier abonniert. Wir machen das jetzt schon anderthalb Jahre, seit Corona ungefähr. Wollen das auch weitermachen. Wenn ihr Ideen habt, wer noch dabei sein soll oder wen wir mal interviewen sollen oder ob wir vielleicht mal ein anderes Format ausprobieren sollen, gerne kommentieren, gerne hier in den Kommentaren oder gerne, tolle Überleitung, im Fuji X Forum. Das ist hier ja eine Veranstaltung des Fuji X Forums. Eine sehr nette Community von Fuji-Fotografen und Leuten, die sich allgemein für Fuji interessieren. Wer sich dafür interessiert, kommt vorbei, diskutiert mit uns, lasst auch gerne Kommentare da. Es müsste sogar unten in der Beschreibung auch verlinkt sein. Gut. Nach so viel Vorrede, erstmal ein ganz herzliches Willkommen an unseren Gast heute. Ich habe sie hier schon im Skype-Call. Hallo Elke. Hi, na. Du richtest gerade noch deine Kopfhörer, damit du alles mitkriegst. Im letzten Moment kommt natürlich hier noch die halbe Verwandtschaft an und fragte Dinge. Deshalb war ich gerade noch mal wieder auf dem Sprung. Aber so ist das. Okay, nee, aber cool gehandelt, genau richtig zurückgekommen in dem Ja. Moment, wo ich das Live schalte. Ja, wo treffen wir dich an? Erzähl kurz was über dich, so in zwei, drei Sätzen, damit wir überhaupt mal wissen, mit wem wir es überhaupt zu tun haben. Ja, ich bin Elke. Ich bin hier in meinem Studio. Vielleicht sieht man ein bisschen was im Hintergrund. Ja. Da so ein Blitz und da auf der Seite die Pappen da oben. Ja. Ich bin Fotografin und wohne
war mal Fachübersetzerin, also technische Übersetzerin. Und ich wohne mit meinem Mann und zwei Hunden in Hildesheim bei Hannover. Ja, und hier befinden wir uns jetzt auch gerade in Hildesheim, in meinem kleinen, aber feinen Studio. Okay, du bist jetzt ja nicht nur Fotografin, sondern du bist ja Tierfotografin und sonst genau, also man kennt dich jedenfalls als Hundefotografin. Das hat sich ja, Genau. und das hat eine Geschichte. Also wir haben uns vorher schon ein bisschen unterhalten, ich kenne die Geschichte, aber das finde ich sehr spannend. Erzähl doch einfach mal, wie bist du dazu gekommen? Also du hast ja nicht irgendwie am Arbeitsamt dich beraten lassen, hat dir jemand gesagt, ach, werden Sie doch mal Hundefotografin. Oder war es so? Ich wollte ja jetzt nicht vorgreifen. Also, ich habe schon immer gerne fotografiert in gewisser Weise. Meine Mutter ist so total fotoverrückt und die hat mir schon als Kind eine Kamera mitgegeben, wenn ich auf Klassenfahrt war. Ich habe aber nur immer rumgeknipst und dann, als ich erwachsen war, dann wollte ich immer mal so hier und da besser werden in Analogzeiten und das ist immer recht lahm von sich gegangen. Also, da hat man dann mal so ein paar Filme durchgeknipst und dann war es doch nicht so ganz, wie man das gerne gehabt hätte. Und dann habe ich auch immer alles wieder vergessen. Also irgendwie habe ich so Sachen, wo ich heute sage, warum hast du das immer vergessen? Habe ich vergessen, weil einfach zu viel Zeit dazwischen lag. Und dann, es hat mir trotzdem Spaß gemacht. 2004 war es, glaube ich, habe ich meine erste digitale Kamera bekommen. Da habe ich dann schneller so ein bisschen Ergebnisse gesehen. Und dann 2006 habe ich meinen ersten Hund bekommen. Und das war Noodles. Und da hatte ich ein Motiv, das mir Spaß gemacht hat. Und die wollte ich in Szene setzen. Und habe aber immer noch, ja, ich war Übersetzerin, ich hatte viel anderes zu tun. Und dann kam halt so eine recht anstrengende Zeit mit kranken Familienangehörigen. Und da haben wir halt 2007 meine Schwiegermutter aufgenommen, die eine ganz entzückende Frau war, aber Diagnose Demenz. Und das ist halt so gar nicht entzückend. Und da wollte ich dann so ein bisschen was für mich machen. Also weil da ist auch in dem Jahr mein Vater gestorben, genau, und ich musste mich um meine Mutter kümmern. Naja, es war halt echt viel um die Ohren. Und dann hatte ich beschlossen, ich wollte am 01.01.2010 ein Bild pro Tag Projekt starten, so einfach, um ein bisschen kreativ zu sein, weil der Job als technische Übersetzerin ist so gar nicht kreativ. Also auf jeden Fall sollte man nicht anfangen, da kreativ zu werden. Und Wie lief das ja. Projekt ab? So jeden Tag ein Bild, klar. Hast du das dann irgendwo veröffentlicht oder war das nur für dich? Ich habe das auf meinem Blog veröffentlicht. Ich war zwar auch schon bei Facebook und auch sogar bei Instagram damals. Nee, Instagram war ich tatsächlich erst später. Das ist ja 2010 dann. Also das war mein Blog wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nur. Und dann habe ich, also es war aber so, also kurz vorher, vor dem 01.01. am Weihnachten, fand ich dann meinen Mann bewusstlos in der Badewanne. Diagnose Hirnblutung mit einem aufgrund eines rupturierten Aneurysmas. Und da war natürlich jetzt das Chaos perfekt. Und dann habe ich dieses Gut, das ein ist Bild erstmal pro Tag. lebensgefährlich, ne? Das ist irgendwie. Ja, also man hat mir nicht viel Hoffnung gemacht, dass das überlebt, hat er aber. Und also das waren echt so super anstrengende Zeiten. Und ich habe dieses ein Bild pro Tag Projekt trotzdem gestartet oder gerade deswegen, weil ich so ein bisschen Normalität aufrechterhalten wollte. Es war halt meine Schwiegermutter zu versorgen, meine Mutter, mein Mann im Krankenhaus und meine einzige Freizeit, neben noch der vielen Arbeit als Übersetzerin, die ich auch noch hatte, waren meine Hunde. Und ich wollte halt irgendwie was Kreatives machen, mich ablenken. Weil ich bin dann auch schnell so eine, die dann immer grübelt. Und das Fotografieren hat mich einfach abgelenkt. Und dann habe ich jeden Tag Fotos gemacht. Naja, um eine lange Geschichte kurz noch abzuschließen. Mein Mann hat sich wunderbar erholt. Ich habe weiter fotografiert. Es ging ja auch so der Stress so ein bisschen weiter. Geht an sich so ein bisschen fast bis heute weiter, aber alles gut. Und ich habe die Fotografie halt einfach als eine unglaubliche schöne Ablenkung entdeckt. Und natürlich habe ich viel, viel, viel Hunde fotografiert. Und immer mehr Leute haben mich gefragt, ob ich nicht auch ihren Hund fotografieren könnte. Und so habe ich dann 1,5 Jahre später, also
im Mai 2011. Also dieses Jahr habe ich 10-Jähriges gefeiert sozusagen, ein Gewerbe als Fotografin angemeldet. Und ja, und dann halt damals vielleicht schon, könnte man vielleicht sagen, mit Schwerpunkt Hundefotografie oder Tierfotografie, aber ich habe ganz zu Anfang alles fotografiert, weil also ich mag Fotografie in allen Aspekten. Ich Ja. muss gerade kurz unterbrechen. Mir ist aufgefallen, Ja. ich hätte eigentlich, ich wollte zu Anfang mal kurz ein paar Bilder von dir zeigen, weil bis Ja. jetzt machen wir nur sozusagen Trockenschwimmen und ich würde gerne mal ein paar Bilder zeigen, so von Fotos, für die man dich sich sozusagen kennt. Hier haben wir erstmal ein Bild, das haben wir auch als Teaser für dieses Video. Ja, Hund mit Kamera. Das ist dann wahrscheinlich auch bei dir entstanden. Genau, das ist meine Scout, meine mittlere Hündin. Ich hatte drei Hunde, jetzt habe ich zwei und die ist ein Supermodel. Die macht alles mit, alle drei machen so super mit. Die freuen sich richtig, wenn sie fotografiert werden. Und die postet auch mal mit so einer Kamera. Das ist der Fußboden in meinem Studio und im Hintergrund ist die graue Studiowand. Ja, und mein Supermodel Scout. So, das sind so Bilder, da hast du so ein bisschen einen speziellen Stil gehabt, oder? Ich glaube, da sind viele Bilder von dir, dass du einfach mal sagst, so Porträts nicht mit Weitwinkel, das mache ich einfach doch. Ja, genau. Das ist ja auch so ein bisschen, wie ich zu Fujifilm gekommen bin. Letztendlich, dies hier ist zum Beispiel mit einer X20 fotografiert. Und die hat halt so eine Besonderheit, dass man da ganz, ganz nah dran gehen kann an das Motiv. Ich glaube, 2 Zentimeter sogar. Oh je, nagelt mich nicht auf solche Daten fest, aber ja, und dann hat man halt so Weitwinkelaufnahmen von irgendwelchen Dingen ganz nah. Das ist ein super klasse Ding. Und da meine Hunde sehr geduldig sind, kann ich sogar ganz leicht auf die Nase diese Kamera setzen und dann so ein uriges Foto hier machen. Ich mag sowas halt, ich finde sowas lustig und ich finde Hunde lustig. Und deshalb versuche ich so ein bisschen auch so ein bisschen den Humor da mit reinzubringen. X20 war auch deine erste Fuji-Kamera, oder? Genau, ich habe mit Canon erst fotografiert und ich habe ja jeden Tag fotografiert und hatte keine Lust mehr, dieses schwere Equipment mitzunehmen und habe dann nach einer Kamera Ausschau gehalten, die ich einfach so in eine Tasche stecken kann. Und in dem Fall habe ich mich dann für die X20 entschieden von Fujifilm. Die haben mich damals halt mit dem Aussehen gekriegt. Und nun war das aber halt die X20, ist ja so eine kleine kompakte. Das ist so niedlich mit dabei zu haben. Aber natürlich ersetzt die jetzt nicht alles. Das ist klar in dem Fall. Aber die hat halt so kleine Besonderheiten, die ich einfach ausprobiert habe. Und man ist halt viel, viel, viel auch so in Routinen drin und macht immer dasselbe. Und dann nimmt man halt das Teleobjektiv mit der großen Blende und der langen Brennweite und dann macht man den Hintergrund schön unscharf. Das gibt tolle Porträts auf jeden Fall. Aber mit dieser kleinen bin ich dann halt andere Wege mal gegangen. Und dann habe ich die Hunde beim Schnappen und Kauen und Lecken von Leckerlis in Nahaufnahme fotografiert. Und das war zum Beispiel eben dieses Bild, was wir da gesehen haben, diese Mäuler, die da offen stehen. Und dann habe ich diese Serie Nice Nosing You genannt. Und ja, das kam so ganz gut an. Und ja, also ich schwöre auch sehr darauf, dass man halt einfach mal was ganz anderes macht von dem, was man halt sonst so macht, dass man einfach mal anderes Equipment auch ausprobiert und sich vielleicht auch manchmal in manchen Dingen einschränkt und dann halt zusieht, dass man so mit Kreativität irgendwie ein wenig das andere Bild hinbekommt. Wie auch immer, da gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber das war so ein bisschen mein Anfang in gewisser Weise. Ich habe dann ja auch so ein 52-Wochen-Projekt gemacht, nicht mehr jeden Tag fotografiert, sondern mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Und dieses Bild ist da zum Beispiel Oh, Entschuldigung, entstanden, ich das mit der, genau falsch. nö, das ist mit der Hecke, das war halt das Projekt 50 Millimeter oder dann halt in dem Fall 35 Millimeter, weil ja so die Normalbrennweite als das Langweiligste gilt. Und dann habe ich eine Weile lang nur mit Normalbrennweite fotografiert. Und hier ist das halt so ein Baum, das ist eigentlich so ein, das ist keine richtige Hecke, das ist so ein schmaler, langer Baum. Oder wie Ja, man irgendwie das so nennen Tuja oder mag. sowas ist das, ne?
Oh, ich weiß gar nicht so genau, wie das heißt. Aber dann habe ich da halt zugesehen, dass ich mit der Komposition da so ein bisschen das interessanter gestalte. Und an sich geht der halt so um die Ecke, so rund. Aber dann habe ich halt den Ausschnitt so gewählt, dass es aussieht wie eine Hecke. Und hätte ich das jetzt ganz bis zum Boden zum Beispiel fotografiert, würde man sehen, dass sie mit den Beinen, mit den Pfoten aus dieser Hecke rausguckt. Und also ich wiederhole mich auch viel. Ich mache viel an denselben Orten und dieses sich wiederholen mit der Normalbrennweite zum Beispiel, da irgendwann entsteht dann halt etwas, weil man rumprobiert, weil man nochmal ausprobiert und dann nochmal eine andere Perspektive sucht und dann kommt hier und da dann das Bild raus, das vielleicht so ein bisschen anders ist. Das macht mir immer noch fürchterlich Spaß, sowas. Und Also ja, ich merke also schon, wir kommen jetzt so richtig ins Didaktische schon rein. Also du hast so Dinge, die du für dich selber gefunden hast, aber so ein bisschen so diese Beschränkung, nur eine Brennweite oder eben auch mit der ganz kleinen Kamera. Das war eine X20, ne? Ich frage nur deswegen, weil genau. im Chat stand schon, hat schon jemand geschrieben, hey, das ist meine Kamera, die Fuji XT20. Nee, ist die Nee. X20, ist wirklich eine ganz kleine Kompaktkamera, oder? Ja, genau. Die XT20 ist auch super, aber die X20 ohne T ist halt tatsächlich so eine ganz kleine, kompakte. Und die bietet dir dann natürlich jetzt nicht unbedingt so die Telebrennweite mit freigestelltem Hintergrund und sowas alles. Und die Aber hat dann zwei aber. Zentimeter nahe Einstellgrenze, Ja, mit der man die dann so hat dann tolle eben Bilder da. hinkriegt. Das ist halt auch ganz cool, weil jede Kamera hat immer so sein eigenes Ding. Und das gilt es auszuprobieren in gewisser Weise. Ein Bild würde ich jetzt gerne noch zeigen. Das ist, glaube ich, das letzte aus unserer. Nee, zwei habe ich noch. Das ist jetzt ja so richtig Studiofotografie. Das bis jetzt war, glaube ich, alles so ein bisschen gemischt, aber das ist jetzt ja richtig klassisch Studio fotografiert, oder? Ja, genau. Und dafür bin ich halt auch so bekannt, lustigerweise, weil ich das zu Anfang immer, also Hunde im Studio stellte ich mir langweilig vor. Oh, einen Moment. Ich stellte mir da gelangweilte Hunde auf Pappen vor. Und weiß ich nicht, ich war halt so ein Draußenmensch mit Hunden. Ich wollte die durch den Bach springen lassen, über die Wiese und sowas alles. Und ich habe damals schon meine Bilder viel im Internet auch präsentiert und ich habe dann für alle möglichen Blogs so Artikel geschrieben. Jeder, der mich gefragt hat, für den habe ich irgendwie einen Artikel geschrieben, wenn es irgendwie ging. Ich habe da ganz viel Zeit reingesteckt. Und wenn jemand sagte, können wir deine Bilder featuren, dann habe ich gesagt, ja. Und lustigerweise war ich dann mal in Urlaub und ich habe immer versucht, eine möglichst große Spannweite von Bildern zu präsentieren, so nach dem Motto, schaut mal her, ich mache ganz unterschiedliche Sachen. Und dann war ich im Urlaub und da hat eine Webseite angefragt, ob sie meine Bilder featuren könnten. Und ich so, ja, gerne. Und sucht sie euch bitte selber aus. Ich bin in Urlaub, ich kann gerade nichts schicken. Und dann wusste ich nicht, dass diese Webseite gigantisch war. Die hatten ganz, ganz viele Follower. Die heißen Bored Panda. Und Klassiker, die ja, haben. der langweilte Panda. Genau, und die haben diese Studiobilder sich ausgesucht, weil sie die halt interessant fanden. Und die waren halt, also wie diese Nahaufnahmen von den Schnauzen beim Schnappen und so weiter und sowas hier. Dann ist das abgegangen. Man sagt ja so schön viral gegangen. Und ganz, ganz viele Webseiten haben das aufgenommen, dieses Feature. Und das also wirklich wochenlang ging es da von einer Webseite zur nächsten. Das war schon ein mega Aufmerksamkeit plötzlich. Und der Scherz war, da die diese Studiofotos gefeatured hatten, war ich nun bekannt als Studiofotografin. Das war so um 2013 oder sowas. Obwohl du eigentlich solche Bilder machen wolltest. Ja, genau. Ich fand toll, draußen mit Hunden durch den Dreck zu robben. Und naja. Gut, aber heutzutage finde ich es klasse, aber so ein bisschen ist das für mich entschieden worden, dass ich dafür bekannt sein soll oder so. Und ja, das war ganz spannend, die Zeit. So. Du hast das jetzt, wir haben jetzt gerade so 20 Minuten und du hast uns schon einmal sozusagen durch diesen deinen beruflichen Weg durchgeführt. Das ist ja sag mal, spannende wie sagt man, Irrungen und Wirrungen und Wendungen, also
Aber eins hat das andere ergeben und ja, jetzt bist du da. Erzähl vielleicht mal ganz kurz, was machst du jetzt oder was ist so dein Profil, womit verdienst du aktuell dein Geld? Ich verkaufe meine Bilder. Ich fotografiere für Firmen und für Zeitschriften. Und ich habe früher halt auch viel Privatkunden natürlich bedient und für private Kunden die Hunde und auch Familien fotografiert. Ich habe zu Anfang wirklich alles Mögliche fotografiert. Da war ich so ein Wald- und Wiesenfotograf. Aber hat auch Spaß gemacht. Also Familien fotografieren finde ich auch super klasse, macht richtig Spaß. Und aber jetzt habe ich das halt auch so ein bisschen während Corona sozusagen beschlossen, dass ich jetzt die Privatshootings erstmal einstelle und mich auf das konzentriere, was ich denke, was ich halt ein bisschen einfacher, ein bisschen, also was mehr so mir entspricht, weil ich bin halt zum Beispiel ziemlich schlecht, was das die Preisfindung für Privatkunden angeht, in gewisser Weise. Und ja, mit Firmen arbeiten, das ist so ein bisschen mehr mein Ding. Also ich verkaufe meine Bilder und ich fotografiere für Zeitschriften. Okay. Und du bist auch Buchautorin. Ich glaube, damit kann man nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen, aber, Moment, da müssen wir mal gerade einblenden. Du hast ein Buch, ich glaube, relativ frisch rausgegeben, ne? Genau, also dieses Jahr und im Humboldt Verlag Workshop Hundefotografie. Und da geht es wirklich dann um alles, was ich so wichtig finde in der Hundefotografie. Und ja, das gibt es seit wenigen Monaten. Und ja, das habe ich letztes Jahr dann zu Corona-Zeiten da geschrieben. Das war natürlich klasse. Da kriegst du erstmal einen tollen Auftrag. Und das ist etwas, was ich auch super, super gerne mache, schreiben. Also ich habe ja damals schon mal diese Artikel geschrieben. Und jetzt, dass da so ein Buch kommt, das war halt auch noch mal ein Traum. Ich hatte vorher schon durchaus ein Buch auf dem Markt mit einem englischen Verlag. Und das war aber dann kein Lehrbuch. Das hier ist halt ein Lehrbuch. Und das hat ganz viele Tipps und Tricks und halt auch die Grundlagen natürlich, ne? Also das richtet sich eher an Anfänger, würde ich sagen. Aber ich plaudere auch durchaus ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es geht halt um Hundefotografie recht im Großen und Ganzen. Also jetzt nicht ausgesprochen Studiofotografie, sondern wirklich draußen und auch drin und mit Workshops zum Nachmachen sozusagen. Genau. Ich habe ganz vorsichtig, der Verlag hat mir zwei Exemplare geschickt, aber weil wir die noch heute noch verlosen wollen, also wir wollen dieses und ein anderes Exemplar noch verlosen, habe ich ganz vorsichtig drum geblättert. Ich bin so erzogen, ich kann so Bücher, die noch verschenkt oder vergeben werden sollen, kann ich nicht so richtig aufmachen, weil das finde ich ganz schrecklich. Da habe ich große Hemmung. Ich habe ganz vorsichtig so am Rand reingeschaut und war sehr versucht, da noch weiter reinzugehen, gerade bei den Workshops. Also nach dem, was du jetzt erzählt hast mit deinen Projekten, wo du 52 Wochen oder täglich fotografiert hast, da sind in der Richtung sind, glaube ich, auch noch einige Projekte da drin, ne, die einen dann vielleicht dazu bringen, ein bisschen disziplinierter zu fotografieren oder sich wirklich mal so an ein Projekt dran zu geben. Genau. Und sich halt eine Sache vorzunehmen und so ein bisschen dran festzubeißen und sich auch nicht zu schade zu sein, sich zu wiederholen. Und wenn es noch nicht ganz so ist, wie man sich dachte, dann einfach das Thema nochmal vornehmen. Und da sind die Möglichkeiten endlos. Also einige von diesen Workshops, die da drin sind, habe ich halt auch selber damals gemacht oder die meisten wahrscheinlich, weil ist ja auch alles bebildert jeweils mit einem Beispiel. Und ja, also klar, die Klassiker wie Schwarz-Weiß und wie Bewegung und aber dann halt auch mal sowas wie motiviere ich einen Hund, wenn ich keinen Assistenten zum Fotografieren habe, sowas ist halt auch mit dabei. Also es geht auch um, wie motiviere ich den Hund, was ich halt super wichtig finde. Nicht nur um natürlich auch die ganzen Dinge wie Verschlusszeiten in Bewegung und Porträt und Hintergründe und sowas alles. Das musst du gerade mal zeigen. Das hast du mir, bevor wir hier mit der Übertragung gestartet haben, du hast so ein nettes Gimmick dabei, was mich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckt hat oder ein bisschen überrascht hat. Hol das gerade mal raus. Mein Gimmick, ach so, das Gimmick Das zum Gimmick. Motivieren von Hunden, meinst du? Also es Ach hat so, sogar mich das Ding, motiviert. ja. Das meinst Ach so, du? okay, warte. Das ist ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt.
Oh, es ist ein bisschen laut, wenn man es Ja. direkt neben dem Ohr hat. Es ist, also es steht Gigglestick drauf, Ja. was man jetzt nicht unbedingt googeln sollte, weil kommen dann irgendwelche Okay, nicht googeln, Spielzeuge für Schlafzimmer mal raus, googeln. muss ich Okay. gestehen. Aber das heißt hier halt Gigglestick und kann man so kaufen. Und das ist wie diese Kühe, die man, diese Kühe, also diese Mu-Dosen, die Ja. man früher als Kind hatte. Ja. Das dreht man einmal um. Ich habe das auch noch in viel länger und dann macht das Ding wirklich meh und dann guckt selbst der sturste Senior einmal ganz erstaunt in die Kamera, wenn ich das so einmal witsch hinter den Rücken fallen lasse. Also hat schon bei mir funktioniert. Also im Vorgespräch warst du gerade kurz aus dem Bild oder ich war gerade woanders und höre ich dieses Geräusch und dachte, da wäre jetzt gerade so ein Kleinkind wie irgendwas. Also ich habe vielleicht auch gerade geguckt, also vielleicht nicht so lustig wie ein Hund, aber ich habe, glaube ich, auch originell geguckt und hatte es meine volle Aufmerksamkeit. Ja, also solche Tricks, da habe ich einen Haufen. Da sprechen wir, glaube ich, später noch drüber. Ja. So Tricks, wie man den Hund dazu motiviert, ein intelligentes Gesicht zu machen, Okay. sozusagen. Oder auch mal unintelligent, das liebe ich auch. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen von deinem Werdegang erzählt. Also Berufsfotografin bist du ja überhaupt nicht. So, oder hast du irgendeine formale Ausbildung oder irgendwo mal Kurse oder hast du dir das alles so selber drauf geschafft, das Handwerk? Ja, das habe ich mir alles in gewisser Weise selber beigebracht. Ich habe auch mal den ein oder anderen Workshop besucht und ich habe einen Haufen Bücher gelesen. Aber ansonsten das meiste habe ich durch selber fotografieren gelernt, wenn man so will. Und ja, eine Ausbildung dazu habe ich gar nicht, nix. Ich habe Okay, klassische studiert, Autodidaktin. aber was ganz anderes, genau. Okay, ja, Fuji hatten wir ja schon mal ganz kurz gestreift. Du hast mit der Fuji X20 dann, also zumindest diese Projekte angefangen. Habe ich jetzt einfach so behauptet. Auf jeden Fall hast du mit der Fuji X20 angefangen. Ich vermute mal, dass du mit der jetzt nicht mehr fotografierst. Wie hat sich das denn entwickelt und womit fotografierst du jetzt gerade aktuell? Ja, ich habe dann, also ich habe Fujifilm dann richtig klasse gefunden und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich mir als nächstes angeschafft habe. Es waren auch so ein paar Etappen dabei, die ich im Nachhinein vielleicht hätte sein lassen können, aber jetzt bin ich ja schlauer. Jetzt weiß ich ja, dass ich dann vollständig umgestiegen bin, recht fix. Die X-T1 hatte ich dann erst ganz Ja. zu Anfang. Und die war noch ein bisschen lahm für Hunde in Aktion. Ja, vom Da, Autofokus her. genau, und das war noch nicht so, denn die hat dann ja später, glaube ich, ein Software-Upgrade gekriegt oder war das die X-T2? Oh Gott, ich weiß es nicht so genau. Naja, und also jetzt also ich bin dann recht fix auf jeden Fall ganz umgestiegen. Ja. Also allerspätestens mit der X-T3, aber mit der X-T2, glaube ich, war ich schon vollständig umgestiegen. Und ja, also jetzt habe ich die X-T3 als meine Hauptkamera, die halt für alles herhalten muss, mit im Studio fast zu 99% das Fuji 9-16 bis 55 mm. Und dann habe ich aber auch die X-T4 und die wird noch ein bisschen geschont, aber die Okay. setze ich dann auch mal ein. Ja, also jetzt, wie lange bin ich jetzt ganz bei Fujifilm? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Das ist 2016, Ja. sowas. Und ja, gucke auch nicht zurück. Also ich liebe es sehr. Und ich finde halt jegliche Einsparung von Gewicht und Größe wichtig, weil ich ja Ja. mit Hunden die ganze Zeit eigentlich irgendwas in der anderen Hand habe, Um die Aufmerksamkeit um dir zu einen sichern. Leckerli, einen Quietschi oder Ja. einen Ball oder sowas. Und wenn du dann mit so einem Geschoss wie so einem Canon 5D Mark III mit was weiß ich da, denn also da ist irgendwo ein Ellenbogen und Schulter im Eimer und Lahme da Arme, lobe ja. ich mir das etwa das leichtere Equipment und ja, ich mag auch die Handhabung halt fürchterlich gerne. Ja. Im Studio ist es halt, wie gesagt, dieses Fuji 9-16 bis 55, weil das einfach im Studio für alles super geeignet ist. Ja, okay.
Ich mache halt meine Weitwinkelaufnahmen zum größten Teil gar nicht unbedingt so weitwinklig, sondern so ab 16 mm. Ich habe zwar auch das 8 bis 16, das sind dann aber so ganz krasse Weitwinkelaufnahmen, da hängt man dem Hund schon so im Gesicht, wenn man da so nah dran gehen möchte. Und das macht jetzt nicht unbedingt jeder Hund so mit, aber 16 bis 55 finde ich klasse, da kriegt man auch ein paar elegantere Aufnahmen mit hin. Draußen allerdings sieht mein Equipment dann tatsächlich anders aus, weil ich an sich ein Riesenfan von Festbrennweiten bin. Und mein Lieblingsobjektiv draußen zum Beispiel ist das 90 mm mit F2. Und damit mache ich eigentlich so ziemlich alles, auch Bewegungsaufnahmen zum Beispiel. Und dann, oh, was ich halt viel, viel drauf habe draußen, ist das 50 mm F2. Und ja, Weitwinkel, da habe ich dann halt draußen ganz gern 16 mm F1.4. Jetzt steinigt mich nicht, wenn ich manchmal die Daten nicht ganz auf die Reihe habe, aber ich glaube, so ist es. Ja, nee, mich darfst du ehrlich gesagt auch nicht fragen. Ich habe auch nicht die ganze Palette im Kopf. Also, können wir mal in den Chat gucken, ob da irgendwo, ich sehe nur einen Daumen hoch, coole Tipps. Also, nee, sieht alles, also da gibt es noch keine kritischen Stimmen. Alle sind sehr begeistert und zeigen uns Daumen hoch und hören sehr gespannt zu. Insofern, noch wird nicht gesteinigt. Passiert Gut, auch gut, nicht. gut. Nettes Ja, Publikum. also hier habe ich mein gutes Stück. Das steht auch so tatsächlich immer. Oh, jetzt muss ich mal Moment, ich gucken. zeige dich mal So. komplett. Oh, ach, das steht so schon immer im Schrank, schon immer auf Studioeinstellung eingestellt, mit dem Auslöser schon drauf. Und dann kann ich da loslegen. Oh Gott, das darf hier keiner sehen. Ich habe da Leckerli-Kram drauf. Oh mein Gott. Naja, muss ich mal wieder sauber machen. Und ja, also die XT3, die hat schon einiges durchgemacht. Bei mir ist halt mein Equipment Werkzeug. Und wenn da mal ein Kratzer reinkommt, dann kommt da ein Kratzer rein. Also da mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen, weil manchmal hat man dann ja auch draußen im Feld so einen Hund, der einem durchaus mal in die Kamera rennt, zum Beispiel. Also mir darum Sorgen zu machen, das habe ich aufgehört, als ich mal bei einer Hochzeit war das in dem Fall, meine niegelnagelneue Kamera damals vom Boden hochgerissen habe, weil ich ganz schnell reagieren wollte und habe den Fuß in der Schulterschlaufe gehabt. Und dann ist die also sowas von Dutch auf den Boden gefallen. Und seitdem denke ich, nein, wenn mal ein Kratzer reinkommt, ist halt so. Ja, ist ein Werkzeug. Ja, aber trotzdem noch nichts dran gewesen hier. Alles super. Okay, wir haben das im Vorgespräch schon mal ausprobiert. Kannst du vielleicht eine kleine Studioführung für uns Ja, machen? Das wird wenn jetzt ein ihr bisschen gleich. wackelig, aber ich schalte Ja. jetzt mal auf und vielleicht finden wir dann ja auch deine Supermodels. Vielleicht sind die ja Ja, auch die pennen. die So, pennen. passt auf. Jetzt Okay. muss ich ja auch umschalten hier irgendwie, damit man mein Ja. Gesicht nicht so in Nahaufnahme sieht. Ja, wir sind jetzt mal Das ganz konnte. mutig vom Oh Gott, Strom das habe ich weg. doch letztens noch gemacht. Nee, pass auf, ich muss euch das so zeigen. Ich bin zu doof. Bevor ich euch wegschalte aus Versehen. Ja. Dies hier ist der Bereich, Der wo die Leute. Hundeaufenthaltsbereich. Der Hundeaufenthaltsbereich, wenn man so möchte. Oh, ich kann das ja super. So, ist es nicht schön? Hat mein Mann alles gemacht. Ja, selbst Und gebaut. hier ist die Scouty. Muss ein bisschen runtergehen. Oh, sieht man sie? Ja, jetzt sieht Da man sie ist sehr das gut. süße Tier. Wirkt etwas Die ist die irritiert. liebste von allen. Ja. Da ist er. Und da ist der freche Sack, der sich immer mein super kuschelige Decke nimmt. Okay, Aber aber wirkt süßes. nicht, als ob er schlechtes Gewissen hätte. Nö, nö, das ist alles seins hier. Die sind halt so drauf. Ups, 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 jetzt verfängt sich sein Schwanz in meinem Ding. Ist hier Ja. toll. Das ist mein Studio. Ja. Und das ist auch schon alles. Aber es reicht. Okay. Da oben sieht man die Die Pappen. Hintergründe. Das ist, ja, genau. Ich habe nicht viele Farben. Ich habe diesen einen
naja, wie heißt sowas? Einen Falteaufsteller, ne? In Ja. schwarz und die andere Seite ist weiß. Ja. Und da oben habe ich dunkelblau und ein helleres Blau und auch nochmal groß weiß, weil man Ja. das auch viel braucht. Und der Hintergrund ist in Grau tapeziert, damit das auch schon gleich einsetzbar ist. Ja. Und dann habe ich so eine Kiste, wo die Hunde draufkommen, damit sie ein bisschen eingeschränkt sind in der Ja. Bewegungsfreiheit sozusagen. Also das ist, da passt auch ein Schäferhund und alles drauf. So, und das ist mein toller Blitz hier. Ja. Ja, da. Mit so einer Kugelsoftbox. Das ist ein Highspeed-Blitz. Und da kann man dann auch mit schnellen Schlusszeiten Ja. fotografieren. Ist nicht zwingend notwendig, weil man kann natürlich auch durch die Abbrenndauer des Blitzes die Bewegung einfrieren. Ja. Aber ich finde das recht praktisch, weil wenn man jetzt, wenn man in diesem Fall kann ich halt gleich mit einem Tausendstel Sekunde fotografieren oder sowas. Und wenn man einen Blitz hat, also was halt wichtig ist, wenn man jetzt nicht so einen schnellen Blitz hat, also einen Blitz hat, der keine Highspeed-Synchronisation bietet, dann muss man halt dafür sorgen, dass es in dem Moment der Auslösung ganz, ganz dunkel ist und es, ne, also gar kein Umgebungslicht da ist. Und das finde ich schwierig mit Hunden, Ja, weil die sind irritiert. genau, also, und mit diesem hier, da kann ich mein Dauerlicht daneben bei anstellen und dann fällt dem der Blitz überhaupt gar nicht mehr auf. Okay. Sollen wir mal Ja, ein das war paar jetzt so. Studiobilder gucken? Dann kannst du ja vielleicht auch so ein bisschen erzählen dazu, wie die Bilder entstanden sind. Okay, Moment. Das ist halt mein cooler kleiner Joli. Und der ist einäugig, dem fehlt das andere Auge. Ja. Und das heißt hier nicht, dass ich das Auge verstecken möchte, das nicht vorhandene Auge verstecken möchte. Es ist ihm halt völlig egal, ob da irgendwas vor seinem nicht vorhandenen Auge ist, weil da ist ja kein Ja. Auge, das verdeckt wird. Und da habe ich dann halt so einige Bilder, auf denen er einfach ja so halb verdeckt ist. Und das kommt ganz cool, weil er schaut dann also wirklich wie so ein cooler, weiß ich nicht. Dann Pirat drin. Ja, oder ein genau. Ich habe noch Model. ein Bild, ja, ein Bild, wo ich ihm dann wirklich so ein Piratentuch umgebunden habe. Das ist ihm dann auch völlig wurscht. So ein Ja. anderer Hund würde das halt irritierend finden, natürlich, wenn man ihm ein Auge zubinden würde. Ja. Aber er, wenn ihm so ein Ast vors Gesicht fällt, ist das egal. Und da habe ich so eine ganze Reihe mit so Sachen, wo ihm irgendwas vors Auge gekommen ist. Und ja, das ist halt so ein bisschen Vermenschlichung, ne? Also Ja. ich habe durchaus auch alberne Bilder und vermenschlichende Bilder in gewisser Weise. So im Großen und Ganzen bin ich gar nicht unbedingt so der Riesenfan von, naja, Vermenschlichung, aber also manchmal, wenn so der Mops im Instagram-Account auf jedem Bild im Tütü rumläuft, sieht das schon ein bisschen krass aus, finde ich. Dann Ja. hat man schon manchmal das Gefühl, oh Gott, der arme Mops. Ich meine, die Frage ist ja auch Aber immer, auf welcher Ebene passiert das? Also wenn man Mops ins Tütü steckt, ist das natürlich ganz klar durch den Fotografen. Aber jetzt bei dem Hund gerade, da interpretieren wir jetzt viel rein. Also es passiert eher beim Zuschauer, ist mein Eindruck. Bei ganz vielen Bildern denkt man, der lächelt oder kritisch oder was auch immer, wo ich mir relativ sicher bin, dass der Hund gerade ganz andere Gefühle hat. ja, genau. Also damit spiele ich ja halt ganz gerne, insbesondere bei diesen Studioaufnahmen mit so einer gewissen Vermenschlichung. Hunde haben halt eine ganz andere Mimik als wir. Die passen sich zwar immer mehr uns an und gibt Ähnlichkeiten, aber Hunde zum Beispiel haben ja diese Mundwinkel, die nach unten gezogen sind und dann sieht so mancher Hund für uns sehr traurig aus. Versuch mal Ja. einen Mops völlig fröhlich aussehen zu lassen. Die haben diese extrem nach unten gezogenen Ja. Mundwinkel, dann haben sie diese Augenbrauen. Ja. So, und mit sowas spiele ich ganz gerne. Also so Hunde, die so ein bisschen fast menschlich hier so aussehen, als wenn sie so eine Leiter hochklettern. Also das war halt natürlich aber jetzt auch ein Hund in diesem Fall, die ganz wunderbar mitgemacht hat, ne? Und Ja. diese ein paar Tricks kann und da einfach so stehen bleibt und dann halt auch noch ein sehr, sehr cooler Hund ist, die dann einfach sehr cool und freundlich so schaut.
Ja, ich Und interpretiere da, es zum Beispiel ja. als eher traurig. Also ich assoziiere sowieso eingesperrt hinter Gittern. Aber wie gesagt, Echt? das sind halt Dinge, die Naja. passieren bei mir im Kopf und nicht bei uns selber. Das ist, also das ist, genau, aber das ist halt dann so die Vermenschlichung, die du da in dem Moment hast. Ja. Der Hund da ist in dem Moment nicht wirklich traurig. Die ist Ja. konzentriert. Ja. Die hat ihre Ohren, es sind Schlappohren, also die stellt sie natürlich nicht auf, aber so sehr man Schlappohren aufstellen kann, so tut sie es da gerade. Und sie sieht traurig aus, weil die Mundwinkel halt so Ja, runterhängen. genau. Klar, dies hier kann man jetzt auch so interpretieren, wenn man will. Ob das Sinn und Verstand ergibt, das Bild ist auch noch eine ganz andere Frage, aber der Hund konnte diesen Trick nun Ja. mal. Und ich fand es gut und hab damit der. Die Besitzerin hat halt gesagt, sie kann sowas und dann wird das ausprobiert. Und Ja. ich finde das ganz nett. Also ich finde einfach die Pose schön, Ja. dass der Hund da recht entspannt so einen Trick macht. Und das ist dann bei dir im Studio entstanden. Da baut ihr das dann so auf. Genau. Genau. Ja. Die Leiter hat in dem Fall die Besitzerin auch mitgebracht und dann steht das hier einfach, das ist alles ein bisschen Marke einfach bei mir. Das wird dann, da hat sicherlich die Besitzerin selber festgehalten Ja. und das steht dann da einfach vor einer schwarzen Pappe und dann wird das fotografiert. Sehr cooles Bild. Das hatten wir, glaube ich, vorhin schon, oder? Genau, Im ja, Intro. das ist, genau. Also, das ist halt auch so ein kleines Requisit, das den Hund aber gar nicht stört. Und man kann damit trotzdem so ein bisschen vermenschlichendes Element mit reinbringen und ein bisschen Geschichte erzählen und ja, so ein bisschen so mit ein paar Seifenblasen. Naja, und der Hund hat halt in dem Moment ein fürchterlich niedliches Gesicht. Ja, das ist wieder Niedlich kannst Scout. du, ne? Bitte? Niedlich kannst du, ne? Also mit deinen Bildern, wo ich dir das Naja, jetzt gerade zeige. aber ich habe auch den niedlichsten Hund der Welt. Also Scouty ist schon echt genau so niedlich, wie Ja. sie da ist. Und das ist jetzt halt schon auch so ein Weihnachtsutensil da. Und der ist ja verhältnismäßig wurscht, ob ich ihr das auf den Kopf setze. Die weiß, die kriegt dafür Leckerlis. Die ist die Erste, die hier sofort steht und mitmacht. Und dann muss auch mal so ein Requisit ausprobiert werden. Ja, und ja, also meine Hunde lieben es tatsächlich und das Schwierigste ist eigentlich ganz gerne, den anderen aus dem Bild zu halten, wenn ich einen fotografiere, weil die wollen ja alle das Leckerli oder das Spiel oder die guten Worte dafür. Die machen das ja nicht, um fotografiert zu werden, das ist denen völlig wurscht. Und ihr hier zum Beispiel kann ich sagen, wie großartig sie das macht, dann sage ich ihr ganz wunderbar und klasse und dann wird das so ganz ruhig, weil sie ist eigentlich ein recht schüchterner Hund mal gewesen, als ich sie bekam und hat sich nichts getraut. Und wenn sie, dann habe ich sie aber herausgefordert, dann habe ich sie auf irgendwas draufspringen lassen und wenn sie das dann gemacht hat, dann habe ich ihr fast Beifall gespendet sozusagen. Dann habe ich ihr gesagt, wie großartig und ach, klasse. Also, und dann habe ich mal richtig gesehen, wie die so gewachsen ist und das klasse fand. Also diesen Hund, die würde auch alles Mögliche für gute Worte machen. Damit kannst du jetzt aber nicht unbedingt jedem Hund kommen. Meine älteste Hündin damals, die hätte dann geguckt, also was ist das denn jetzt? Wo ist mein Leckerli? Also die hat für alles andere auch alles gemacht und da musste man ganz auch aufpassen, dass sie nicht völlig so ein bisschen zu ehrgeizig wird, indem sie auf irgendwas draufspringt, weil sie denkt, ich will da jetzt ein Foto machen und dann weiß man nicht, wie man sie wieder runterbekommen soll. So viel Ehrgeiz hatte sie. Aber die hat das halt für Leckerlis gemacht oder für ein Spiel. Und so habe ich halt meine unterschiedlichen Kandidaten da, versuche herauszufinden, welcher Hund was gut findet, wie der Hund auf Dinge reagiert. Und so habe ich natürlich mein Leckerlis, dafür machen fast alle Hunde was. Dann habe ich meine Spielzeuge. Mancher überdreht, aber allerdings auch sehr bei Spielzeugen. Aber bei manchen Hunden kann es besser funktionieren als ein Leckerli. Also Und du meinst, es dann gibt habe Hunde, ich. die überdrehen, wenn die jetzt ein Spielzeug Ja. kriegen und dann, okay, ja. Ja, auf jeden Fall. Also auch bei Leckerlis.
kann das der Fall sein. Also so ein Beagle, der sitzt dir gerne mal auf dem Schoß, wenn du da gleich die Leberwurst rausholst, und einen Labrador, und dann wissen die nichts mehr. Dann können die keinen Befehl mehr, dann sind die außer Rand und Band, da muss man auch aufpassen und immer mit irgendwas anfangen, was ein bisschen langweiliger ist sozusagen, und es ausprobieren. Und auch bei den Spielzeugen sollte man immer erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Wenn mir ein Besitzer sagt, mein Hund, mit dem kann ich stundenlang Ball spielen, dann probiere ich einen Ball schon mal gar nicht aus, Ja, weil es dann also wirklich sein kann, dass dieser Hund ein sogenannter Ball-Junkie ist. Und wenn du dann da den Ball rausholst, dann ist das plötzlich vorbei. Da kann nichts mehr. Der sieht nur noch mit einem völlig durchgeknallten Blick diesen Ball. Und da kann eventuell die Session vorbei sein, wenn du den Fehler begangen hast. Also da sollte man echt vorsichtig sein. Und ja, du kannst natürlich auch nicht gleich jeden Hund vollfonen mit irgendwelchen komischen, gruseligen Geräuschen. Das muss man auch immer erstmal vorsichtig ausprobieren. Bei vielen Hunden flüstere ich einfach nur. Und insbesondere Welpen, die finden noch alles Mögliche spannend. Und wenn man dann so irgendwas flüstert, dann schmeißen die die Ohren hin und her und versuchen rauszufinden, was die denn jetzt von ihnen will. Und Er hier zum ja. Beispiel. Ja, genau. Also ich kann immer nicht unbedingt im Einzelnen sagen, was ich da noch gemacht habe, aber da fliegt so ein bisschen das Ohr. Also irgendwas werde ich vielleicht, boah, gequietscht haben, oder naja, das hier ist bestimmt einfach nur ein leises Flüstern, dass der Hund dann so interessiert schaut. Das ist noch ein ganz junger Golden Retriever. Aber Labrador war es. also du erzählst jetzt so viel und so viele Details und gehst da so differenziert dran. Das ist ja, ich schnitz noch an der Frage, wie viel ist denn so Fotografenwissen und wie viel ist eigentlich Hundewissen, was du brauchst, um die zu fotografieren? Also wenn man das überhaupt trennen kann. Das kann man, also ich finde, es ist sehr viel mehr Hundewissen wichtig. Weil letztendlich im Studio, da habe ich immer meine selben Einstellungen in gewisser Weise, wenn das einmal eingestellt ist. Ne? Die Kamera liegt so im Schrank, wird rausgenommen, wird an und dann geht das los. Also da brauche ich gar nicht viel Fotowissen in gewisser Weise. Und Hundewissen, also ich kann von mir nicht behaupten, dass ich die große Hundeflüsterin bin. Ich habe zum Beispiel also wirklich komplett verpemperte Hunde, die denken, sie seien das Salz der Erde, und sie bellen andere Hunde an. Also wenn man uns trifft, kann schon auch mal peinlich sein. Also ich bin kein Hundeflüsterer. Ansonsten sind sie großartig, aber dass andere Hunde anbellen, das ist schon ein bisschen peinlich. Aber also ich bin kein großer Erzieher. Aber Also du ich hast wollte es immer. die Tricks drauf, dann hast du ein sehr spezifisches Ja. Hundewissen, du hast die Tricks drauf, wie man Genau. bei Hunden die richtigen Ausdrücke oder die richtigen Gesten oder die richtigen fotogenen Positionen triggert in Da, irgendeiner genau, Form. ich kann sozusagen das A bis Z des unnötigen Hundewissens für Fotos, aber nicht für den Alltag. Das ist der Buchtitel für deine nächste Publikation. 101 Ja, Fakten unnötiges Hundewissen, um perfekte genau. Fotos zu machen, die sie schon immer Genau. wissen wollten. Ja, also ich habe natürlich auch schon einen Haufen Hunde kennengelernt. Ich habe hunderte von Hunden vor der Kamera gehabt. Ich habe Vermittlungsfotos mache ich, und war in Spanien und habe da Hunde, die noch nie irgendeinen Platz oder Sitz gemacht haben, in Tierheimen fotografiert. Und das ist das, was am meisten übt, wenn man tatsächlich Hundefotograf sein möchte, dass man Hunde kennenlernt, einen nach dem anderen. Also ich habe auch damals angefangen, indem ich halt die Hunde in meiner Hundeschule fotografiert habe, hatte da dann immer die Kamera mit und auf Hundespaziergängen mit anderen Hunden. Wir haben uns getroffen und haben unsere Hunde gegenseitig fotografiert. Und dann bin ich ins Tierheim gegangen und habe gefragt, ob ich da Vermittlungsfotos für die machen kann. Und dann habe ich das gemacht, und da lernt man natürlich richtig was. Also wenn man Tierfotograf sein will, ist das also wirklich Grundlegendste, dass man weiß, wie die Kamera funktioniert und wie man sie einstellen muss, weil man auch ratzfatz den Hund natürlich komplett langweilt, wenn man dann noch groß am Rumhantieren ist. Und das ist so, das ist das absolut Grundlegendste. Und das Wichtigste ist, dass man viele Hunde kennenlernt oder Tiere.
Auch Katzen ist ja natürlich auch dasselbe, damit man mit jedem Hund wieder irgendeinen kleinen Trick lernt und lernt zu sehen, was dieses eine Exemplar dann nun motivieren könnte. Und so ziemlich jeder Hund stellt mich doch wieder vor eine andere Herausforderung und mit jedem Hund lerne ich wieder irgendeinen kleinen Ja. Trick. Und das ist das super Spannende am Ganzen, wie ich finde. Jetzt haben wir noch mal einen ganz anderen Hund. Ja. Wie soll ich sagen, da kriegt man so Mixed Feelings. Also der wirkt ja super sympathisch, offen, aber so dann schwingt ja auch mit, könnte ja ein Kampfhund sein. Also wie ist Er das Bild entstanden? Das ist ein Mini-Bullterrier. Also die Ja. großen gelten als sogenannte Kampfhunde. Ja. Und die kleinen, also glaube ich jedenfalls in manchen Bundesländern. Aber das ist die kleine Variante. Ja. Und die, also die sind einfach nur zum Knutschen. Die großen sicherlich auch, aber sie sind so, also wirklich, ich kenne nur absolut entzückende. Und die Ja. stehen jetzt auch nicht auf irgendwelchen Listen oder sowas. Aber sie sehen ein bisschen anders aus als andere Hunde. Sie haben diesen sehr flachen Stopp, also haben gar keinen Stopp. Diese flache Stirn Ja. ohne so eine Erhebung oder wie man das da nennen mag. Und deshalb erkennt man die schnell als diese eine Rasse, die man dann als gefährlich einstuft. Aber es ist also der hier hieß Milo und er war einfach nur großartig. Ich hatte so ein paar Mini-Bull-Terrier. Und ja, die waren alle richtig, richtig großartig. Ich hatte tatsächlich bisher noch keinen großen Bull-Terrier bei Ja. mir. Aber das ist Zufall. Und Hundemenschen sehen in diesen jetzt wahrscheinlich auch nicht sofort irgendeinen gefährlichen Hund. Das ist alles, kommt alles ganz drauf an, welchen Besitzer sie haben. Und ich hatte hier so manchen Dackel, der gruseliger war als so mancher Bullterrier. Ja. Also, das Ja, ich ist muss dazu alles sagen, also ich bin relativ. jetzt der perfekte Interviewer, weil ich so komplett ahnungslos bin. Also ich kann eigentlich nur höre andächtig zu und lerne gerne was davon. Und kann so meine Vorurteile oder mein Unwissen sozusagen auf den Tisch legen, damit du das dann korrigierst und richtig erklärst. Ja, Perfekt. also, wenn ich jetzt hier Hunde habe, die Kleinen sind manchmal die schwierigeren, Ja. weil sie einfach weniger erzogen werden und frech sein können wie Rotze. Und Ja. da sind die größeren eigentlich, also ich wüsste gar nicht. Also ich hatte einmal einen Hund, wo ich gesagt habe, oh, den finde ich gruselig. Und Ja. das war ein Rottweiler. Ja, okay. Und das passiert mir fast nie, dass ich einen Hund gruselig finde. Es ist auch so, dass ich die, wenn sie mir hier in mein Studio kommen, ich die auch nicht sofort anfasse. Das wollen die gar nicht. Das finden die Ja. blöd. Die kennen mich doch gar nicht. Was komme ich dazu, die anzufassen? Und die kommen hier in ein Gebiet, das sie nicht kennen, Ja. in ein Haus von jemand anderem. Das ist seltener der Fall. Und wenn es der Fall ist, dann ist es manchmal der Tierarzt. Und deswegen ist es für die schon mal aufregend, dass sie plötzlich zu irgendwem Fremdes kommen. Dann dürfen sie sich hier mein Studio anschauen. Und ich fasse die nicht an, ich rede noch nicht mal erstmal mit denen, ich rede mit den Besitzern. Und dann wissen die schon, dass ich harmlos bin. Also ich bin niemand, der dann sofort sich draufschmeißt. Das wäre halt blöd bei manchen, also weil die würden, also so Hunde sind nicht unbedingt immer darauf aus, gleich fremde Leute unbedingt von fremden Leuten angefasst zu werden. Und so richtig, also ich hatte mal einmal diesen Rottweiler, den ich halt gesehen habe und ich fand ihn aus irgendeinem Grund gruselig und der sprang mir dann tatsächlich auch an der Leine entgegen und ich habe gedacht, das waren halt Vermittlungsfotos Ja. und da habe ich gedacht, okay, wenn da die Leine nicht dran gewesen wäre, das wäre jetzt vielleicht anders gewesen, aber das war so das einzige Mal, wo ich gesagt habe, okay, und klar habe ich hier und da auch mal einen Hund gehabt, der nach mir schnappte. Aber das ist super selten. Und wenn, dann weiß ich halt, dass ich da was falsch gemacht habe. Und ich bin auch jemand, der so viel mit Hunden zu tun hat, ich nehme das nicht persönlich. Dann denke ich einfach nur, wupp, Elke, das hast du aber auch falsch gemacht gerade. So ein Greyhound, also Greyhounds sind manchmal echt unglaublich. Die stehen da wie so ein, Das sind so ganz schmale Windhunde, oder? genau, das sind diese Ja. Rennhunde. Und die stehen da und sitzen können sie manchmal gar nicht aufgrund ihres Körperbaus. Und der stand da
und war nicht zu bewegen und war jetzt auch nicht so derjenige, der sich irgendwo hingestellt hätte. Und dann wollte ich ihn so ganz leicht so ein bisschen hinten rumschieben. Und da hat er mir Bescheid gesagt, ne, hier, anfassen ist nicht. Aber das lernt man einfach. Oder man, tja, also ich finde es nicht, also ich kann nicht sagen, irgendein Hund finde ich per se jetzt gruselig, nur weil er die und die Rasse hat. Und manchmal ist es sogar so, dass die aufgeregteren, die energiegeladenen, die besseren Motive sind. Ich hatte hier eine kontinentale Bulldogge. Das sind jetzt ganz harmlose Tiere, die sind fürchterlich freundlich. Die war null erzogen. Und ganz zu Anfang habe ich schon gedacht, boah, ist das anstrengend. Die sprang mir von meinem Podest da 20 Mal einfach so in den Bauch. Das hatte ich auch noch nicht. Also völlig überhaupt gar keine Hemmung, dieses Tier. Und zu Anfang dachte ich, oh je, das kann heiter werden. Aber dann letztendlich war dieser Hund durch seine freche Art so ausdrucksstark, dass sie also wirklich für großartige Bilder gesorgt hat. Und naja, dann ist doch gut. Ich muss mit dem ja nicht spazieren gehen. Super Überleitung. Spazieren Ja. gehen. Wir haben auch noch Bilder aus draußen, von draußen. Ich zeige dir mal. Du hattest ja mal gesagt, dass du eigentlich ursprünglich gerne Bilder draußen gemacht hast. Da haben wir jetzt Genau. ein paar Bilder. Das freut jetzt auch hier so die Techies unter den Usern. Wie hat sich denn da jetzt der Autofokus geschlagen? Oder wie arbeitest du da? Fragen wir mal so rum. Ja, also dieses hier, wenn ich mich recht erinnere, ist mit der X Pro 2 fotografiert, lustigerweise, und mit dem Fujinon 90 mm. Bin ich mir recht sicher. Und das hatte ich damals viel für Bewegungsaufnahmen. Bei so schnellen Hunden sollte man eine Verschlusszeit von 1/1250 mindestens nehmen. Und der Autofokus, also ich finde halt, wie gesagt, also die Kombination großartig, jetzt die XT3 und XT4 sind natürlich dann richtig schön fix für Hunde in Bewegung. Und ja, auch wenn sie auf einen zukommen, das haut schon gut hin. Also ja, in diesem Fall hier lasse ich sie halt über so einen Weg springen. Ich rufe sie und da ist so ein gepflasterter Weg zwischen zwei Rasenstücken. Und dann weiß ich, wenn sie rennt, dann wird sie nicht auf diesen Beton treten wollen. Sie springt da einfach rüber. Und dann habe ich da meinen schönen Sprung. Und so versuche ich immer so ein bisschen die Action auch zu planen, damit nicht alles so willkürlich ist. Und ja, und damit sie immer noch mit Begeisterung angerannt kommt, habe ich so meine Wörter. Also ich übe sowas wie ein, na, man sagt ja auch manchmal Superwort. Also wenn man den Hunden jetzt beibringt, dass sie kommen sollen, dann hat man so ein bestimmtes Wort oder man pfeift einfach nur. Und ich habe fürs Fotografieren auch so ein Wort. Ich rufe laut Popcorn. Aha, Aus okay. jeder möglichen Air Popcorn. Mein Mann arbeitet im Kino und die Hunde haben da Popcorn mal für sich entdeckt und finden Popcorn toll. Und dann rufe ich Popcorn und dann kommen die angefetzt, weil sie gelernt haben, dass wenn ich Popcorn rufe, irgendwas total gigantisch Tolles passiert. Und so kommen die immer noch mit Begeisterung und ich kann dann meine Fotos machen. Und wenn ich jetzt immer nur Fotos machen würde, ohne dass da großartig was passiert, dann siehst du denen das einfach an. Dann, oh, die hat schon wieder gerufen und dann macht sie da nur die Bilder. Also ich habe diesen Popcorn, Ruf und muss den auch immer mal wieder üben und nicht nur beim Fotografieren einsetzen, sondern wirklich richtig, richtig spannend machen. Also du musst es Und mit den ja, Hunden üben, dass die sozusagen darauf genau. getriggert bleiben. Okay. Genau, dass die das immer noch interessant finden. Weil man sonst schnell beigeht und nur auf sein Fotografieren konzentriert ist und nicht mehr sieht, dass die Hunde gar keine Lust haben, dann geht einfach das Interesse bei den Hunden flöten. Und die kommt dann richtig angeschossen und dann muss der Autofokus auch gut sitzen und dann wird mit Serienbildfunktion da drauf gehalten und ich mache jetzt gar nicht unbedingt da die vollen Bilder pro Sekunde. Ich mache meistens nur so 5 Bilder pro Sekunde, um mich besser darauf konzentrieren zu können.
Und weil ich auch der Meinung bin, dass weniger Bilder pro Sekunde tatsächlich präziser sind, ob es nun tatsächlich equipmentmäßig so ist oder weil ich mich auch besser konzentrieren kann. Ich brauche jetzt da nicht irgendwelche 14 Bilder pro Sekunde, wo ich der Hund minimal nur anders aussieht. Ich möchte so ein paar wirklich gestochen scharfe Bilder und das kriege ich mit weniger Bilder pro Sekunde tatsächlich besser hin. Ja. Das nächste Bild, da hast du Da. den jetzt auch in einer ganz ähnlichen Pose, oder in einer ähnlichen Situation. Genau, das ist so ein, das sind so Blumen in meinem Garten und auch da ist so ein Trick, weil ich ja meinen Mann jetzt nicht ständig dazu bringen kann, mir die Hunde da anzuleiten. Also ich habe sehr viel Geduld mit meinen Hunden, aber manchmal mit meinem Mann nicht so richtig, wenn er helfen soll. Das ist, und da kann ich den nicht immer da zu verdonnern, mir beim Fotografieren zu helfen. Und so habe ich meine kleinen Tricks, wie ich die Hunde ohne Hilfe fotografieren kann. Und ich setze die halt dann hinter diese Blumen und mache dann halt wieder eine Party und rufe Popcorn. Und dann kommt er angefetzt und springt halt über diese Blumen rüber. Und dann habe ich halt an der Stelle genau die beste Action, weil er ist dann in Aufwärtsposition, weil er darüber springt und ich weiß, wo die beste Bewegung stattfinden wird. Das erleichtert einem vieles. Und süß ist er auch noch. Wir haben hier noch eine Frage aus dem Chat, also noch ein paar andere da, die wir gleich noch beantworten. Dietmar fragt, was für Objektive nimmt man für solche Bilder? Hast du das jetzt im Kopf, welche das jetzt gerade genau waren? Ja, also ich habe wirklich damals diese ganzen Bilder, glaube ich, alle mit dem 90 mm gemacht und viel auch tatsächlich bei Blende F2. Klappt super. Das ist ein super schnelles, super scharfes Objektiv. Was natürlich auch klasse ist, ist, wenn man sich das schnelle, die schnelle Telebrennweite zulegen kann. Was halt so Standard ist in der Hundefotografie und was jeder professionelle Hundefotograf sozusagen hat oder Tierfotograf, das sind alle diese Pendants von 70 bis 200 und das wäre halt hier das, was man dann halt so nimmt. Es sind ja jetzt sicherlich auch Leute, die nicht mit Fujifilm da fotografieren, also das 70 bis 200 F2.8 so einer Vollformat oder sowas ist halt dann immer so das, was man ganz gerne hat oder halt ja, das 50 bis 140. Ich habe hier Vor noch allem bei eine Fujifilm. Frage. Ich habe hier noch eine Frage von Till. Die hast du eigentlich schon beantwortet. Also du lässt wirklich dann, also er fragt, ballert man dann in Serie oder wartet man auf einen Fokus? Also er sagt, bei der offenen Blende ist das wirklich sehr beeindruckend. Ja, also da braucht man schon ein bisschen Konzentration für. Wie gesagt, diese wenigen Bilder pro Sekunde finde ich da sehr viel besser. Ansonsten versemmelt man da mehr als gedacht. Und ich konzentriere mich erstmal ein bisschen. Hier habe ich den Hund ja tatsächlich direkt schon dahinter sitzen und lass ihn losspringen. Und das ist schon eigentlich die ganze Bewegung, die ich gerne hätte. Wenn man den Hund jetzt irgendwo ganz hinten anlaufen lässt, dann sollte man halt erstmal draufhalten aufs Auge und sich konzentrieren und dann irgendwann, wenn es denn tatsächlich Sinn ergibt, abzudrücken, erst anfangen abzudrücken, weil man sonst viel, viel, viel Ausschuss hat, wie ich finde, wenn man so, man ist dann tendiert, da, man tendiert dazu, so einen winzig kleinen Hund, der noch eigentlich viel zu weit weg ist, schon an, da schon auszulösen, einfach ihn ein bisschen anlaufen lassen, Konzentration, anfokussieren. Und dann, wenn er schön im Bild ist, ratatatatat, Okay, 5 Bilder pro Sekunde oder sowas. aber du arbeitest ja mit Continuous Autofokus. Also das ist nicht so Ja, ja, Fokusfalle, ja. dass du vorfokussiert hast und dann nur auslöst, wenn er dann sozusagen in die Falle rein oder in die Schärfeebene reinläuft. Nee, nee, das ist also, das klappt ja auch super mit den Kameras. Als ich mal angefangen habe mit der Digitalfotografie, da hatte ich eine semi-professionelle Konica Minolta Dynax 7D, das war damals so, das, also das war 2004 und das Ding konnte das einfach noch nicht. Da habe ich mit Fokusfalle gearbeitet, um Hunde in Bewegung zu fotografieren. Aber heutzutage, also braucht man das eigentlich, klar gibt es noch Kameras, wo man das bräuchte, aber es ist schon
Das ist eigentlich Standard, dass man das schon hinkriegt. Es ist, also die Hundefotografie in Bewegung ist schon so ein bisschen so ein Ding für sich. Das kann schon echt schwierig sein und man braucht Übung. Und jemand, der mir erzählt, er hat da 90 oder 99% gestochen scharfe Fotos, das glaube ich nicht. Ja. Also ich weiß nicht, dann hat man vielleicht eine altersschwache Dogge und fotografiert nur bei besten Lichtverhältnissen und weiß ich nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so einen kleinen schwarzen Rehpinscher, da bin ich schon auch schon komplett dran verzweifelt, weil die sind winzig und schnell, dass man, also da kriegt man schon von der eigenen Reaktion das schwierig hin, da Ja. hinterher zu schwenken. Und das ist, kann schon richtig schwierig sein. Und es ist schon so ein bisschen die Höchstdisziplin, gerade zum Beispiel bei schnellen, kleinen, schwarzen Hunden. Ja. Und man braucht ein bisschen Geduld mit sich selber und dass man übt. Und auch dann wird man weiterhin auch Ausschuss haben, weil so ein Hund ja nicht schnurgerade läuft. Ja. Und der springt hoch und runter. Wenn der Oberkörper nach unten geht, dann hat man doch wieder hier auf dem Rücken irgendwo fokussiert. Oder es sieht nicht schön aus, weil er alles nach unten sackt und sowas. Also man wird auf jeden Fall trotzdem immer noch Ausschuss haben. Mir fällt gerade auf, wir haben noch gar nicht unsere Verlosung gestartet oder wir haben noch gar nicht angesagt, wie man das Buch gewinnen kann. Also, kurzer Cut, wir machen gleich weiter. Wir zeigen mal kurz, worum es geht. In dem, wie gesagt, ich habe es nur ganz vorsichtig durchgeblättert, aber ich gehe mal davon aus, dass in diesem Buch sehr viele von den Tipps drinstehen, über die du jetzt schon gesprochen hast. Also, wer es gewinnen will, der sollte bitte jetzt im Live-Chat das Hashtag Leckerli, habe ich mir ausgedacht, das Leckerli einmal posten. Und der Leon wird dann all die User, die das gepostet haben, aufschreiben oder eine total unbestechliche Excel-Datei schreiben, die eine tolle Funktion, die habe ich programmiert, automatisch zwei Gewinner ausschmeißen wird. Also, ich gucke gerade mal, noch kommt nichts, aber wir haben einen gewissen Zeitverzug. Also, wer noch dabei ist und gerne das Buch haben möchte, sollte in den nächsten Minuten einmal Leckerli posten. Dann gibt es auch später als Leckerli sozusagen das Buch. Liegt hier schon, werden wir dann eintüten und in den nächsten Tagen zuschicken. So, da schreibt nur einer genau. Doch, it's me, Alex. Okay. Jetzt haben wir die ersten zwei Leckerlis. Das kann jetzt schön weiterlaufen und wir können dann noch ein paar Fragen beantworten. Wir sind über den Bereich Studiofotografie so hinweg gehuscht, hätte ich beinahe gesagt, was die Fragen angeht. Einmal Gerd fragt nach, und wie sind denn deine Blitzeinstellungen? Manuell oder wie machst du das im Studio? Ich habe so einen Studio-Blitz, also der kann Highspeed, also das ist jetzt, oh Gott, fragt mich nicht nach Studiotechnik, das ist tatsächlich nicht mein besonderes Metier. Ja. Ich habe einen, der schnelle Verschlusszeiten ermöglicht, so ein Jinbei, Ja. und den stelle ich ein und der funktioniert. Das ist schon das, was ich dazu sagen kann, so ein bisschen. So, Also die Leute stellen sich das immer so schwierig vor, aber letztendlich, auch als ich einen Aufsteckblitz hatte, der da TTL und Schlag mich tot erlaubte, ich habe den auch einfach nur also mit den grundlegendsten Einstellungen bedient und das hat hingehauen. Also das ist wahrscheinlich auch ein relativ festes Setting, ne? Also du hast den Blitz immer an der gleichen Stelle, gleiche Abstellung zum Ja, Motiv und die ich bin Kamera da dann sehr wahrscheinlich auch. eingefahren, ja. Und die Kamera ist dann auch fest eingestellt, also eine Belichtungszeit und eine Blende. Genau, also das ist immer so um die 1.100, 1.250. hier mit meinem Highspeed-Blitz halt. Und dann habe ich da vielleicht manchmal eine Blende von F6.4 oder sowas oder 8. Und ich bemühe mich, den Blitz nicht mit allzu hoher Leistung zu da losballern zu lassen, weil die Hunde, weil also das Geräusch eventuell so ein bisschen wuppiger werden kann. Ja. Und die Hunde könnte das erschrecken. Und ich stelle alle Töne aus. Das ist mir Ja. noch wichtig. Und ansonsten ist das sehr einfach gehalten bei mir. Also wirklich, ich habe auch nur einen Blitz.
Und man kann schon ganz, ganz, ganz viel machen mit einem Blitz. Und ich habe dann um den Hund rum lauter Reflektoren, weil ich habe auch schon mit drei Blitzen klar fotografiert und das ist auch alles super. Und man hat dann ganz viel Möglichkeiten und kann kreativ sein und so. Aber ich möchte halt so einen gewissen Look haben und ich habe dann für ein größeres Projekt tatsächlich nur einen Blitz benutzt. Und weil ich da ganz viele unterschiedliche Hunde hatte, die ich noch nicht kannte. Und ich wollte, dass da keiner von irgendwie Angst bekommt. Und das hat sich dann bei mir so eingebürgert, dass dieser eine Blitz wunderbar klappt. Und ja, und dann halte ich das so ein bisschen einfach. Aber es ist tatsächlich, das Studiotechnik, obwohl ich ein Studiofotograf bin, ist nicht meine beste Sparte. Deshalb gebe ich da auch keine Workshops drin, weil genau solche Fragen, das ist leider tatsächlich so ein bisschen, aber da muss man sich einfach nicht so viel Gedanken drüber machen. Klar können manche Blitze ganz wunderbare Sachen, aber braucht man das? Ich brauche es tatsächlich nicht. Also, das hat sich auch total geändert seit der analogen Zeit. Ich habe noch so mein Praktikum vom Studium gemacht bei so einer richtigen Porträtfotografin. Alles noch analog mit den großen Broncolor-Blitzen. Da musste man natürlich immer durchlaufen, hier mit dem Gossen 6 bla F wie Flash, eine Kalotte vorgeschoben, und dann musste man Lichtmessung machen. Also nicht so drauf messen, sondern musste Licht messen, immer gucken. Also wie man es heute noch so in Filmen sieht, wo dann mal gemessen wird mit den Scheinwerfern und so. Weil da hat man ja das Ergebnis nicht direkt gesehen, sondern das wurde dann hier auf Rollfilm ein paar Bilder gemacht, das wurde dann eingeschickt, 2 Tage später war es zurück und dann musste es stimmen. Das war dann doof, wenn es nicht funktioniert hat. Aber wenn man jetzt hier so sein Setting findet, dann Zeitzeile kann man immer rumprobieren. Und die Studiotechnik ist mittlerweile A so toll und B auch so günstig. Da kann man ja viel experimentieren, finde ich. Ja, also viele machen sich da, glaube ich, auch zu viele Gedanken. Genau, du machst hier einen Testschuss und dann weißt du, ob es hinhaut. Ich sorge schon dafür, dass das verhältnismäßig gut ausgeleuchtet ist, damit ich nicht so viel dann eventuell Nachbearbeitung habe. So, dann habe ich noch die Highspeed-Einstellung. Was für Blitze sind das? Haben wir beantwortet? Das ist ein Jin Bay. Müssen es Studioblitze sein? Oder geht es auch mit Aufsteckblitzen? Hast du das schon mal gemacht, dass du wirklich mit Kameras, mit Blitzen auf der Kamera gearbeitet hast? Ja, habe ich ganz zu Anfang. Was halt bei den Aufsteckblitzen dann immer der Fall ist, ist, dass du auf jeden Fall noch ein Dauerlicht dabei brauchst. Habe ich aber ja sowieso. Also man kann ganz, ganz, ganz viel auch mit Aufsteckblitzen machen. Und ja, also ich weiß gar nicht, ich habe da ganz zu Anfang ganz viel damit gemacht und alles Mögliche. Weiß ich jetzt nicht genau, welche Bilder. Ich glaube, davon haben wir jetzt keine gezeigt, weil das war so zu Anfang. Und dann stehen die halt auf so einem Stativ. Und also ja, genau, ich habe das über Stativ mit Fernauslöser gemacht, weil ich ja ganz gerne, ja genau, das ist halt auch noch das Ding. Man möchte ja ganz gern einen schönen Lichtformer vorneweg haben, weil so auf der Kamera selber benutze ich einen Aufsteckblitz nur, wenn ich ihn irgendwie gegen die Wand richten kann. Den richte ich nicht direkt auf den Hund. Das sieht eigentlich fast immer scheußlich aus in irgendeiner Weise. Verbrecherfotos, ja. Ja, es gibt auch so kleine Lichtformer, die man dann oben auf der Kamera haben kann, aber das ist einfach nicht der richtige Winkel für das Licht. Und so habe ich die dann auf dem Stativ. Und da kannst du alles Mögliche auch mitmachen. Ja, also auch ausprobieren. Manche kosten nur 60 Euro oder sowas. Dann kann man auch mehrere. Und die sind auch schön leise, zum Beispiel. Das ist für Hunde ganz gut. Die machen jetzt nicht so einen Wupp, sondern die machen mehr so klack. Ja, früher haben die richtig so geknallt und danach waren sie noch am Fiepen, wenn die Kondensatoren sich wieder Ja. aufgeladen haben, ja. Und das Fiepen ist, also das wird bei mir alles gleich abgestellt. Das finden Hunde super gruselig. Okay. So ein Gut. Aufsteckblitz, der macht auch manchmal dieses Wiep. Und ja, das ist, mag nicht jeder Hund. Gut. Hier wird noch lustig diskutiert. Viele Leckerlis werden gepostet. Aber zu draußen auch mit dem Blitz? Habe ich auch, ja, macht super Spaß. Man kann sich da Welten erschließen, indem man dann halt mitten am Tag irgendwie den Himmel super toll gestalten kann und Bewegungsaufnahmen mit Blitz draußen machen kann. Und also der Studioblitz, den ich habe, den kann ich auch mit rausnehmen, hat einen Akku. Und also das finde ich eine klasse Sache. Es ist halt so, dass es recht sperrig ist.
Wenn man das jetzt da ins Feld stellt und es ist ein bisschen windig, dann braucht man da noch natürlich irgendwas, ein Gegengewicht oder mein Mann muss herhalten und hält den dann. Aber das macht Spaß, das ist richtig toll. Es ist so, dass ich halt schon so viel im Studio fotografiere und beim Studio muss der Hund dann an dieser Stelle sitzen und draußen, was ich am draußen fotografieren so klasse finde, ist, dass der Hund da einfach Power geben kann, dass der rumrennen kann. Und dann ist egal, wo er langläuft, was ihm in den Kopf kommt, wird dann fotografiert. Und sobald du einen Blitz mit nach draußen nimmst und einen Hund mit Blitz draußen fotografieren willst, dann wird das ja gleich wieder Studio fotografieren, bloß im Freien, weil dann musst du wieder zusehen, dass der Hund tatsächlich in diesem Blitzlicht irgendwo ist. Und das ist das, was mich so ein bisschen, was ich nicht so schön daran finde. Aber Okay. es macht auch riesig Spaß und kann richtig, richtig toll aussehen. Okay. Schon mir eine Frage beantwortet. Jetzt gucken wir mal weiter. Wochenende Studio. Okay, ich würde sagen, machen wir erstmal einen Cut bei den Fragen. Also, wenn ihr noch mehr Fragen habt, fragt gerne. Ihr seht, hier wird ausführlich geantwortet und Elke hat viel zu erzählen. Ich schaue mal weiter. Verlosung haben wir. Genau, ich würde noch gerne dich ein bisschen befragen, so als Profi, der du jetzt ja bist. Du hast vorhin schon mal kurz angerissen, womit du so dein Geld verdienst. Also das waren, glaube ich, so Privatkunden, sagtest du nicht mehr, so jetzt Werbekunden, Verlage, Redaktionen auch. Erzähl mal, wie arbeitest du mit denen? Wie ist so eine Zusammenarbeit mit einem, keine Ahnung, Werbekunden, der ein spezielles Bild haben oder im Kopf hat? Gehst du dann ins Archiv oder lässt er das dann bei dir persönlich machen? Wie läuft sowas ab? Das gibt es beides. Also ich habe mein Bildarchiv, das ich halt dann, wo ich die Bilder verkaufe. Und da kommen die Leute auf mich zu, weil sie irgendwo meine Bilder gesehen haben und fragen dann. Und dann schicke ich den Link zu den Bildern, die verfügbar sind. Und dann kann man das bei mir kaufen. Und ich mache auch, naja, so Commissions. Weiß jetzt gar nicht, wie sagt man denn auf Deutsch? Provision? Auftragsarbeiten. Okay, ja. Auftragsarbeiten. Und da habe ich auch so ein paar Stammkunden, die jedes Jahr jetzt so ihre Winter- und Frühlingskollektionen bei mir fotografieren lassen. Das macht super Spaß. Und die Frühlings- schicken und mir. Winterkollektion für Hunde Ja, oder okay. genau. Halsbänder und Plüschtiere. Das ist vieles ja immer Weihnachten und Frühjahr. Und also so die Jahreszeiten haben dann meistens so ihr Thema. Und ja, Weihnachten ist immer so eine Sache. Und dann habe ich halt Leute, die mir ihre Produkte schicken und dann mache ich damit Fotos. Oder ich habe jetzt letztens auch einen Film gedreht für eine britische Firma. Da habe ich das ganze Casting gemacht und dann haben wir gefilmt Hunde, die da nach Leckerlis gieren und schnappen und schlabbern. Und das hat auch richtig, richtig Spaß gemacht. Das ist dann halt so ein Wochenende, dass man dann halt filmt. Aber vorher sind die ganzen Aufgaben mit Casting und die Hunde besorgen und die ganzen Sachen, die man Du da hast halt dann jetzt so zwei ganz erledigen spannende muss. Stichworte. Ich muss aufpassen, dass ich die Klammern irgendwie, dass ich das alles noch abfrage. Also erstes Stichwort Casting. Hast du denn sozusagen eine Modelkartei für Hunde? Oder gibt es sowas? Ja, du kannst zum einen halt, kannst du trainierte Hunde engagieren, ne? Und so von Filmtierschulen und das ist sehr, sehr faszinierend. Da kannst du dann auch Katzen buchen und die kommen dann an und also sind wunderbare Tiere und sind total cool, weil die das alles schon gelernt haben und selbst Katzen setzen sich dann dahin, egal wo sie fotografiert werden und können manchmal sogar Sitz und sowas. Also bei Katzen finde ich das sehr faszinierend Ja, sind und dann verkleidete gibt es aber Hunde, ja, in dem oder? Fall. Und dann ja, Hunde gibt es dann auch. Und ansonsten kann man das, also ich mache natürlich auch tatsächlich viel mit meinen eigenen Hunden. Wenn ich jetzt mal einfach so Produkte geschickt bekomme, dann modeln meine Hunde dafür. Und ansonsten hat man halt auch mal einen Tiertrainer und einen vielleicht nicht trainierten Hund. Aber die meisten Hunde, das ist ja jetzt keine so schwierige Aufgabe zumeist. Also bisher, also so klar gibt es auch mal Sachen, was vielleicht schwieriger sein kann, aber zumeist sind das halt so Sachen, die kann auch so der Hund, der gerne Tricks macht. Und ja, dann
schaut man, was sie denn überhaupt machen müssen. Also nach Leckerlis gieren und schnappen tun ja die meisten eh. Das zweite Stichwort war Video. Drehst du dann selber auch Video und machst du das dann auch mit den Fuji-Kameras oder wie muss man sich das vorstellen? In dem Fall war das jetzt eine ganz spezielle Highspeed-Kamera. Das waren Ah, so, okay, ja. nee, nicht Highspeed-Kamera, sondern eine Slow-Motion-Kamera. Ja. Und das ist alles in Slow-Motion aufgenommen worden. Aber der Scherz ist, das habe ich halt zuvor mit meinen Hunden mit der Fujifilm gemacht. Und deswegen Ja. kamen die dann auf mich zu und haben gesagt, kannst du das für uns machen? Ja. Aber die Produktionsfirma hatte sich dann eine ausgesprochene Slow-Motion-Kamera besorgt, Ja. die also. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bilder pro Sekunde die macht, aber das war echt gigantisch. Ja. Letztendlich wurde das so gar nicht gebraucht. Mit der Fujifilm-Kamera kann ich das ganz wunderbar machen. Aber nun denn, viele Leute arbeiten dann an sowas. Wenn ich das hätte machen müssen alleine, dann hätte ich definitiv meine Fujifilm genommen und dann Ja. hätte das auch hingehauen. Und ja, also Film, das ist noch nicht so häufig der Fall, dass ich, also sehr, sehr selten der Fall, dass ich filme, aber das macht auch Spaß. Ja, also das dann auch so, ich meine, da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz dran, also mit Nachbearbeitung und dann so in so einen Ja. Produktionsflow reinzukommen, dass dann andere Leute damit auch sinnvolle Dinge tun können. Das dann sozusagen das nächste Thema, was du dir dann autodidaktisch beibringen wirst Oh ja, oder aber schon das ist hast. wirklich, also da hatte ich Gott sei Dank nichts mit zu tun mit der Nachbearbeitung da. Ja. Also das Material wurde halt anderweitig da erstellt und zusammengefügt und das muss viel Arbeit gewesen sein. Da hatte ich Ja, Gott sei Dank ja. nichts mit zu tun. Okay. Aber ansonsten, wenn ich so kleine Filmchen mache, dann mache ich das natürlich auch selber. Aber Ja. also Slow-Motion-Kameraaufnahmen haben gigantische Daten. Also, nee, das ist ein Haufen Arbeit. Da saßen ein Haufen Leute irgendwie manche Nächte dran, irgendwie an den Dingern. Okay. Nächste gute Überleitung, Nächte dran sitzen und Nachbearbeitung. Wie sieht es denn bei dir aus mit Nachbearbeitung? Wie groß ist, was für eine Rolle spielt das bei dir? Ist das viel Arbeit oder ist das so, hast du da einen Standard? Erzähl mal. In gewisser Weise habe ich viel Nachbearbeitung, weil man bei den Hunden ganz gern jedes kleine lose Fell und jeden Sabberfleck wegmacht. Und Ja. dann hast du so einen schwarzen Labrador, der vielleicht noch ein paar Schuppen auf der Stirn hat und hier und da einen Sabberfleck und ein Haar. Und dann machst du das alles akribisch weg, damit das ordentlich aussieht. Und Ja. Sabber auf Fotos finde ich auch gar nicht schön. Aber Ja. ich versuche immer im Vorfeld das zu verhindern. Also wenn ein Hund jetzt allzu sehr sabbert, dann wird dem auch hier und da mal der Sabber abgeputzt. Und dann wird der auch mal kurz ein bisschen gebürstet. Und dann wird mal zugesehen, dass da nicht lauter Krümel irgendwo sind. Ja. Das heißt, du Und hast es so also. auf die harte Tour gelernt, so dass du dann mal irgendwie eine Nacht lang irgendwie nur so Sabber irgendwo rausgestempelt hast, Ja. oder Ja, Fitzelchen ja, aus dem ja. Fell raus, digital rausgekrümelt hast, was du vorher mit der Bürste hättest machen können. Genau. Und also das ist nicht so mein Lieblingsding, aber das gehört dazu, wie ich finde, dass man das alles schön ordentlich macht. Und ich tausche auch mal den Hintergrund durchaus aus. Und ansonsten aber, wenn ich jetzt zum Beispiel meine eigenen Bilder mache, so für mich, von meinen Hunden in meinem Garten zum Beispiel, oder diese Projekte, wo ich so diese 52-Wochen-Projekte und sowas, wo ich schwarz-weiß und so fotografiere. Das mache ich dann komplett in der Kamera. Da Ah, wird dann okay. vielleicht noch mal ein kleines übersehenes Krümelchen weggestempelt, aber das mache ich in der Kamera. Ich stelle da alles ein und habe dann im Idealfall eine fertige JPG. Das macht mir halt einfach riesig Spaß, weil ich halt Okay. auch nicht so wahnsinnig gerne so viel am Rechner sitze, weil man sitzt viel mehr am Rechner, als dass man tatsächlich fotografiert. Und Also du bist dann dann wirklich so, diese Projekte machst du so, dass du wirklich die JPEGs aus der Kamera nimmst und nicht so dieses so, ich bin ja so einer, ja, natürlich die JPEGs, aber immer nochmal die RAWs, damit man mit dran rumfummeln kann und Dinge ausprobieren kann. Das ist dann auch wieder sowas, wo du dir eine Beschränkung auferlegst, um sozusagen direkt ein Ergebnis zu kriegen. genau, das macht mir halt riesig Spaß. Es ist so, Ja. dass ich für solche Sachen allerdings dann halt auch diese Software SilkyPix habe, die mir dann halt meine RAW-Dateien genauso anzeigt, wie ich es fotografiert habe. Also wo dann halt auch das Schwarz-Weiß erhalten bleibt
und alles Mögliche, weil ich stelle dann Schwarz-Weiß ein. Ich haue diese Körnung mit rein und all sowas. Und dann ist es halt für mich so ein kleines Glücksgefühl, wenn das Bild tatsächlich so rauskommt, wie ich es gerne gehabt hätte. Klar, ein bisschen was findet man vielleicht immer noch mal und muss dann doch noch mal da kurz stempeln. Aber das ist dann halt nicht mehr ansatzweise so viel Arbeit. Okay. Ich hatte ja eigentlich gefragt, wir waren ja angefangen bei dem Thema Arbeiten mit Firmenauftraggebern, da hast du jetzt was so von Werbekunden erzählt. Jetzt nochmal das Thema, da habe ich jetzt auch noch eine, oder ich weiß, dass du auch für eine Redaktion arbeitest. Und jetzt kommt was anderes, Pferde. Jetzt, ich komme gerade ein bisschen ins Eiern, weil du mir gesagt hast, dass jetzt das genau Bilder sind, die du nicht für die Redaktion gemacht hast. Aber du fotografierst auch Ja, Pferde. genau. Also für die Redaktion fotografiere ich exklusiv und da bin ich dann unterwegs und fotografiere Geschichten, also Reportagen. Und dies hier sind dann halt aber Reportagen, die ich dann so für mich mache. Dieses hier ist dann halt Dartmoor Ponys in England und das fahre ich dann durch England. Das war halt einfach ein ganz normaler Urlaub in dem Fall tatsächlich. Und dann sind wir 2, 3 Tage da durch Dartmoor und haben da die Ponys fotografiert. Für die Zeitschrift habe ich dann immer wieder ein anderes Thema. Da begleitet man dann mal einen Tag lang den Tierarzt und dann ist man einen Tag mal lang mal bei einer Pferdetrainerin und sowas. Das ist super spannend. Das macht richtig Spaß. Und ja, Pferde fotografiere ich halt auch sehr, sehr gerne. Also nochmal ein bisschen was anderes als Hunde. Hier bin ich mit einer Freundin nach Spanien gefahren und da haben wir dann halt die Pferde von einem Züchter dort fotografiert. Das ist natürlich dann super spannend und wieder mal was ganz anderes. Und man kann so ein bisschen Urlaub mit Fotos verbinden. Und ich mache halt auch sehr gerne an sich sowas wie Reportagefotografie. Ich bin dann halt auch nach Marokko zum Beispiel gefahren. Gut, in dem Fall waren es dann halt wieder Hunde, die ich dann auf der Straße fotografiere, Straßenhunde und die Arbeit von so einer Tierschutzorganisation. Da kommen wir dann nachher, glaube ich, noch dazu. Genau, Aber haben wir noch, ja. ja, also hier Pferde, das möchte ich noch ausbauen. Auf jeden Fall, weil ich Reportagefotografie ganz toll finde und da dann wieder so ein bisschen auch das mache, was ich gerne mache, was ich gerne einfach gut finde. Und Das ich ist jetzt schon wieder eine super suche. Überleitung, weil du hattest noch mir so, du hast mir ja vorher ein paar Bilder geschickt. Und dann hattest du mir, wir hatten auch über das Thema gesprochen, das ist gleich nochmal so ein kleiner Abschnitt für die Profi-Lehrstunde. Aber dann hast du mir noch Bilder geschickt, wo du gesagt hast, dass du an denen sehr großen Spaß hast, weil die unter dem Titel Abstraktes, wo du ganz andere Ja, Dinge dann also ausprobierst. ich verkaufe halt, also das, was man verkauft und das, was man als Hobbyfotograf gerne machen würde, sozusagen, sind halt eventuell 2 völlig verschiedene Dinge. Ich mag Fotografie in ganz, ganz vielen Aspekten. Wenn es nach mir ginge, würde ich auch alles fotografieren. Ich wäre der übelste Wald- und Wiesenfotograf. Ich finde alles toll in gewisser Weise. Aber ich versuche natürlich nach außen hin wirklich nur das zu zeigen, was ich ganz gerne verkaufen würde wollen. Und da gehört halt zum Beispiel so Schwarz-Weiß-Fotografie leider Gottes nicht so dazu, obwohl ich das halt total liebe. Und hier sowas, da kann man vielleicht, das kann man vielleicht mal als Postkarte oder sowas verkaufen. Aber das ist jetzt halt nichts, womit jemand seine Werbung mitmachen würde. Und solche abstrakten Sachen hier, die mag ich halt auch fürchterlich gerne. Ganz Je toll, super. abstrakter, es wird, desto weniger Leute findet man vielleicht, die das gut finden. Aber das macht nichts. Wenn einem das selber Spaß macht, dann her damit. Also ich mache das super gerne. Und ich zum Beispiel Spiegelungen fotografiere ich gerne. Ich hatte dann halt meine Kameras mit und habe auf Parkplätzen so, wenn das Wasser auf dem Beton steht und sowas, fotografiert mit Spiegelung des Hundes im Wasser oder hier halt einfach so ein gesichtsloses Porträt, sowas. Da habe ich eine ganze Reihe von, wo man den Hund eigentlich nur noch
Also wo es so ein bisschen abstrakter oder man sich Ja. fragt, was ist denn das jetzt für eine Rasse? Und nur die Nase sozusagen zu sehen ist, sowas Das mag ich assoziiere fürchterlich ich so mit gerne. chinesischen Martial Arts Filmen. Das sind dann so die Kämpfer, die dann ankommen, die so Strohhüte aufhaben, wo man die Augen nicht sieht und dann gucken sie drunter und dann sind Okay. sie super gefährlich. Ja. Aber Okay. ich habe auch noch eins von diesen Bildern, die du gerade angesprochen hast mit den Pfützen. Da hast du mir auch eins geschickt. Das finde ich auch super toll. Das ist auch eins von meinen Lieblingen in der Serie. Ja, also diese Strukturen und Formen und Farben und Kontraste und so, da könnte ich mich stundenlang rein verlieben, Ja. reinsetzen, nicht? Aber das gucke ich mir ganz gerne an und da. Also das ist für mich eine super tolle Ablenkung. Das muss auch gar nicht unbedingt immer mit Hund sein. Ich mache Ja. sowas auch ganz gerne ohne Hund. Ja. So ist das nicht. Ich habe da ganze Batterie und ich gebe auch für die Fujifilm School Workshops, tatsächlich einen Workshop. Da bin ich immer ganz begeistert, wenn ich den machen kann. Ja. Der hat nichts mit Hunden zu tun. Da ist dann wirklich nur solche Sachen sehen im Alltag und draußen und dann halt seine Fotografie verbessern durch Sehen und durch ja, solche abstrakten Fotos und ob Ja. nun mit Hut oder ohne. Ja, und dann habe ich zum Beispiel mal das Foto, hast du glaube ich auch, so ich mag halt auch sehr melancholische Fotos. Meine Bilder, die ich sonst so zeige, sind halt lustige Fotos und Was sind das genau, denn? also ja, genau, und ich, diese bunten im Studio, die schön plakativ sind, das ist halt so das, was ich nach außen hin immer zeige. Und was ich super gerne mache, sind einfach auch mal solche düsteren Fotos. Ja. Hier habe ich halt absichtlich unterbelichtet. Das ist halt auch so ein Foto, das halt in der Kamera vollständig entstanden ist. Ja. Und dann haue ich da Körnung rein in der Kamera. Ja. Habe unterbelichtet und erhöhe vielleicht den Kontrast. Und das ist etwas, was mir sehr gefällt. Diese Ja. Stimmung gefällt mir, dieser melancholische Blick des Hundes aus so einem angedeuteten vielleicht Fenster von rechts. Ja. Und dann habe ich das eingeschickt bei einer britischen Fotozeitschrift, einer Schwarz-Weiß-Zeitschrift, die ich total klasse finde. Ja. Und die haben immer so Rubriken, schickt uns eure Bilder und mal sehen, vielleicht zeigen wir sie ja. Das war so die Rubrik, die letzte Seite. Und habe ich gedacht, na, schickst mal hin. Und dann haben die mich angerufen und gefragt, ob sie das nicht als Cover bringen könnten. Und dann freut Wow, man sich natürlich cool. riesig, ne? Also, Aber ja, die wussten sowas. nicht vorher, dass jetzt hier die Frau Vogelsang kommt, die 200.000 Instagram-Follower hat und die total bekannt ist, sondern das war einfach so unbekannt eingesandt. Genau, also es ist so auch so eine Zeitschrift, die fände das auch nicht interessant, glaube ich, wenn man da 200.000 Follower und bunte Hunde postet. Die sind halt so wirklich so ein bisschen schwarz-weiß und anders und das liebe ich halt sehr und dann freut man sich natürlich riesig. Also viele Zeitschriften bieten die Möglichkeit, dass man ihnen was schickt. Einfach ausprobieren. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man keine Antwort bekommt. Es wird einen keiner vollmotzen, warum man da was hingeschickt hat. Und sowas habe Ganz ich kurz halt auch mal zwischendurch, gern gemacht. kannst du Ja. dein Mikro, das hängt gerade irgendwo, das raschelt da gerade irgendwie rum. Ui. Genau. Entschuldigung. Ja, so perfekt, Geht sehr das gut. besser? Ah Ja. ja. Okay. Entschuldigung. Du warst gerade beim Okay. Tipps, dass man einfach auch mal Dinge ausprobieren soll, einfach Dinge einschicken soll. Ja, also. Ich habe halt schon so manche Sache einfach rausgeschickt und gucke mir halt an, könnte das da passen? Und dann manchmal ist man dann halt überrascht, dass daraus dann doch was wird. Und dann habe ich da halt mal eins meiner Lieblingsfotos auf so einem Cover verewigt Ja. gesehen. Und das freut einen natürlich riesig. Ja. Du hast gerade noch eine Sache erwähnt, du bist auch Referentin bei der Fuji School. Und da wir ja ein Fuji-Stammtisch sind, blende ich das gerade mal ein. Du hast, glaube ich, also ich habe vier verschiedene Workshops von dir gefunden, zwei sogar mit Terminen. Das hier ist jetzt einer, Ja, der im April stattfindet. genau. Also da sind für die Hunde Fotografie von A bis Z und dann ist nochmal Hunde in Bewegung. Und aber es kommen auch noch andere Termine. Und aber
Da kann man, das, also hier in Deutschland gebe ich Workshops exklusiv für die Fujifilm School. Und da kann aber jeder hinkommen. Da muss man jetzt nicht unbedingt mit Fujifilm fotografieren. Das ist Hundefotografie im Allgemeinen. Und da wird dann auch viel über Kreativität und Ideen und auch natürlich über die Grundlagen gesprochen. Und ja, da gibt es auch noch ganz viele andere Workshops von anderen Fotografen mit anderen Themen. Ich bin halt so für die Hunde zuständig und habe auch diesen einen Workshop damit. Das Besondere im Alltäglichen heißt das. Der wird auch demnächst wieder einen Termin bekommen. Also einfach mal öfter auf die Seite gucken. Und ja, es gibt da auch Termine. So, jetzt würde ich gerne als letztes oder so als vorletztes beinahe, das hattest du vorhin schon angesprochen, wir haben noch eine Bildstrecke, wo du als für eine Redaktion unterwegs warst. Und zwar das war noch für eine Redaktion, ne, bevor ich was Falsches erzähle, wo du in Marokko warst. Ja, das ist eins meiner eigenen Projekte. Also ich versuche ganz gerne mal Reisen und Fotografieren zu verbinden. Und hier habe ich halt Fotos gemacht für eine Tierschutzorganisation, die Sahara Marokko heißt. Und die kümmern sich um Hunde in der Nähe von Agadir. Da gibt es unglaublich viele Straßenhunde. Und da kann ich dann halt mal so meine Reportagefotografie ausleben. Und da reise ich dann hin, mit Freunden bin ich da gewesen und dann hat man uns vieles gezeigt und wir haben Fotos gemacht in den Asylen, da in den Tierheimen und auf der Straße. Und ja, halte ich dann Vorträge oder habe Vorträge gehalten in Deutschland und versuche so ein bisschen Geld dann auch für die zu sammeln. Die sind halt immer in Schwierigkeiten in gewisser Weise. Wir Die blenden gleich Hunde noch die leben da, URL ein, also dass man die auch unterstützen kann, also wer ja. das gerne möchte. Die Hunde leben da auf der Straße. So ganz an sich ist das nicht unbedingt immer das Schlechteste, ehrlich gesagt, weil also da sind auch wirklich quietschvergnügte Hunde. Problem ist nur halt, wenn es zu viele werden, dann naja, beginnen dann die Säuberungsaktionen und dann haben die halt nicht allzu langes Leben. Und viele sind auch krank und sowas. Und naja, das ist schon viel, viel Elend auch, aber auch eigentlich zuweilen auch idyllische Situationen, wie diese Strandhunde von Tagazout, die von Touristen gefüttert werden und Restaurantbesitzern. Und die liegen dann den ganzen Tag am Strand. Ja, wenn sie sich nicht zu Schulden lassen kommen, wie zum Beispiel Ziegen jagen, dann werden die da auch eigentlich ganz gerne mal in Frieden gelassen. Die Behörden sehen es halt nicht so wahnsinnig gerne und dann, naja, dann ist es unschön, sehr unschön. Aber da habe ich dann halt Fotos von gemacht und die Arbeit der Tierschutzorganisation auch ein bisschen dokumentiert. Und das ist dann halt nochmal eine andere Fotografie als das, was ich normalerweise mache. Das macht mir dann auch sehr, 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 sehr viel Spaß. So, und hier haben wir Das jetzt sind nämlich auch auch noch Katzen. Katzen, genau. Ja, genau, Katzen gibt es da auch ganz, ganz viele. Und die schönsten Katzen, also teilweise, die würden hier, würden die sofort adoptiert werden. Und da sitzen sie zu Hunderten freiwillig da tatsächlich in diesen. Die könnten ja über die Mauer springen, das wäre gar kein Problem, aber die sind da gefüttert, also sind sie da. Und ja. Und das sind Sloogies, die da als Haus- und Hofhunde gehalten werden. Das finde ich natürlich auch wieder sehr, sehr spannend, denn ich bin ja so ein Windhund-Fan und meine sind ja auch Windhunde. Und das war da so eine Bananenplantage. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich davon Bilder geschickt habe, aber wo so Sloogies waren und dann gibt es da so ein kleines Wildschwein, was dazu gehört und sowas. Also es sind halt schon tolle Geschichten, die man miterlebt durch diese Fotoreisen, die ich versuche. Das war ein Züchter von Sloogies, der dann seine Sloogies ganz stolz präsentierte. Das war natürlich auch klasse, da so echte Sloogies in Marokko präsentiert zu bekommen. Das sind natürlich Verhältnisse, ja, da sträuben sich einem hier ein bisschen die Haare, aber
Teilweise, also diese hier, das sind wieder Straßenhunde da auf jeden Fall. Der eine ist da mit seinen Flöhen beschäftigt und die sind dann so in der Nähe von Menschen und suchen nach Futter. Und ja, es ist unglaublich, wie viele da an jeder Ecke sitzen. Das ist also wirklich ein Fass ohne Boden. Also außer dass ich Fotos mache und versuche so ein bisschen zu helfen, also ganz, wenn man sich da reinsteigert, dann hat man nichts anderes mehr zu tun. Das ist wirklich ein Fass ohne Boden. Aber naja. Jetzt habe ich mal hier die URL eingeblendet. Das ist die Organisation de.saramorocco.com, für die du das gemacht hast, ne? Genau, und da ist halt jetzt, die haben viele Hunde und haben halt auch so ein Tierheim übernommen, das eigentlich geschlossen werden sollte. Und ja, deswegen können die immer mal einen Sack Futter gebrauchen. Okay, also wer gerne spenden möchte, wer denen was Gutes tun möchte, der kann da auf diese URL draufgehen und dort was Gutes tun. Wir haben zum Schluss immer traditionell noch eine Frage. Ich gucke jetzt, Moment, wir müssen noch zwei Dinge tun, bevor ich das vergesse. Also wir müssen erstens gucken, gibt es noch Fragen, aber da ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel gekommen. Noch was, eine Frage zum Thema Schwarz-Weiß, oder ist einiges diskutiert worden. Hast du da eine spezielle Einstellung oder nimmst du irgendwie so ein vorgefertigtes Rezept oder baust du dir da selber was zusammen aus den Parametern, die es da gibt? Ja, also ich benutze super gerne Across und ansonsten also wirklich auch hier und da unterbelichten und die Körnung, ich liebe dann halt die Körnung, ich finde, die sieht toll aus, diese starke Körnung oder mittlere Körnung, je nachdem, ob es passt. Dann häufig erhöhe ich den Kontrast, indem ich die Lichter und die Schatten halt nochmal erhöhe. Und das haut dann eigentlich schon hin. Also Also das baust du sowas in der dann, so ein Art. Setting baust du dann aber selber innerhalb der Kamera hin. Genau, Okay. genau. Und das Gut. finde ich das Spannende an dem Ganzen. Es macht halt Spaß. Ja, wir hatten ja auch vor, glaube ich, einem knappen Jahr hatten wir den Thomas B. Jones hier, der hat ja ein ganzes Buch dazu geschrieben. Auch ein Fuji Ambassador, das nannte sich dann JPEG-Rezept, da gibt es auch ein Buch dazu. Und der war auch sehr begeistert und hat sich da auch so seine Dinge selber zusammengebaut. Sehr Oh, spannend. muss ich gleich mal gucken, dann ist Ja. bestimmt spannend für mich. Okay, also sehr empfehlenswert. Also kann man auch natürlich hier im Kanal noch nachschauen, den Stammtisch mit dem Thomas B. Jones oder einfach ihn googeln und JPEG-Rezepte. Sehr empfehlenswert. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung. Leon muss jetzt gut aufpassen. Unsere tolle Automatik hat aus, wow, wir hatten, wow, 40 Teilnehmer und gewonnen haben Till Papenfuß und Petra Breuer. Herzlichen Glückwunsch, ihr kriegt die Bücher. Im Radio wird man jetzt sagen, bleiben Sie bitte am Kanal, bleiben Sie bitte dran. Sie müssen uns gleich noch Ihre Daten durchgeben. Ihr findet uns auf jeden Fall im Forum, da im Impressum. Ansonsten versuchen wir das gleich noch, den direkten Kontakt herzustellen. Herzlichen Glückwunsch an euch. Und jetzt kommt die traditionelle letzte Frage beim Fuji X Stammtisch an Elke. Wenn du dir von Fuji etwas wünschen könntest, so, wenn du jetzt überlegst, wie du so arbeitest, gibt es da irgendwas, wo du sagst, so, ach, wenn sie das noch in der nächsten oder übernächsten Kamerageneration machen würden, das würde mich ganz besonders freuen. Oh je. An sich bin ich ganz schön fast wunschlos glücklich. So ad hoc ist das schwierig zu sagen. Aber da ich in Workshops ganz gerne die Frage bekomme, wie ist das mit dem Tieraugenfokus, da wäre klasse, wenn ich da sagen könnte, kommt. Aber ich persönlich finde ihn nicht ganz so wichtig. Aber klar, also ich glaube, wenn der richtig gut funktioniert, dann wäre das vielleicht nochmal ein Ding, ne? Okay. Ja, das ist ja eine Sache, die das so ein, wie soll ich sagen, eine Sau, die durch von anderen Herstellern durchs Dorf getrieben wird. Also da werden ja immer Ja, neue ja. Tierrassen und so weiter angekündigt und jetzt auch Flugzeuge, jetzt auch Züge. Okay, das nehmen wir mal Okay. mit. Können wir ja an Fuji weitergeben. Vielleicht wird dann doch so hier das Protokoll der Sendung automatisch ins Japanisch übersetzt. Und wenn Sie dann tatsächlich jetzt schon fast 2 Stunden geguckt haben, nehmen Sie vielleicht diesen Tipp noch mit von der Fuji X-Fotografin. Ja, also wie gesagt, wir sind lange dabei. Die Zeit ist wie im Flug vergangen.
Ganz super, vielen lieben Dank. Das war ein ganz toller Stammtisch, Elke. Ja, hast du noch letzte Worte, die du an unsere User richten willst? Oh, macht Fotos. Geht raus, macht Regelmäßig, Fotos. regelmäßig und habt Spaß daran. Es ist so ein tolles Hobby und so Ja. eine tolle Beschäftigung. Ja. Und nicht so viel Gedanken um Technik machen. Jedes gemachte Foto ist ein Schritt voraus, in Ja. gewisser Weise. Nee, also auch was du heute uns erzählt hast, so, also wie du rangegangen bist, was das für dich bedeutet hat, die ganzen Tipps, wie du gemacht hast, also fand ich jetzt sehr spannend, sehr inspirierend. Ganz vielen lieben Dank nochmal. Also hoffentlich demnächst dann auch mal persönlich oder vielleicht gibt es ja auch andere Formate, wo wir dann auch nochmal irgendwie was bauen können für unsere User, dass die von deinem Know-how profitieren können. Vielen Gut. lieben Dank, hat Spaß gemacht und Sehr danke schön. für die Einladung. Sehr schön. Und der Handy-Akku hat durchgehalten und die Stimme hat durchgehalten. Super, Genau. vielen Dank. Alles klar. Dann vielen Dank, Elke. Dann schalte ich mal wieder um auf mich. Ja, bleiben für mich nur so die Abschiedsdinge. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt über den Stammtisch und über andere Dinge, freuen wir uns natürlich, wenn ihr ins Fuji X Forum kommt. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders auch, wenn ihr für dieses Format hier uns ein Like dalasst und den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, weil dann werdet ihr automatisch per Mail auch informiert, wenn wir wieder einen neuen Stammtisch haben. Ich weiß nicht, ob wir noch vor Weihnachten einen hinkriegen. Ansonsten im neuen Jahr und ansonsten sehen wir uns natürlich im Fuji X Forum. Zum Schluss, bleibt bitte gesund, bleibt uns erhalten und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier im Kanal oder bei uns im Fuji X Forum. Bis dann und ciao.